Werte im Emsland. Auf dem Gelände der EWE, Energieversorger Weser-Ems, wird Technikgeschichte geschrieben. Gemeinsam mit Partnern aus der Region und der Industrie hat die Klima-NGO Atmosphäre die erste Anlage für die Herstellung von E-Kerosin gebaut. Die Anlage soll CO2-neutrales Flugbenzin herstellen. Für die Produktion von E-Kerosin brauchen wir ja CO2. Diesmal nicht als Klimaschädling, sondern als Rohstoff. Und diesen Rohstoff holen wir hier aus dieser Biogasanlage. Und das CO2, was bei der Vergärung entsteht, anstatt es wie früher abzulassen in die Atmosphäre, nutzen wir es für die Erzeugung von E-Kerosin. Und durch diesen Prozessschritt ist das E-Kerosin klimaneutral, denn es hat ja nur so viel CO2 in sich, wie es vorher über die Lebensmittel der Atmosphäre entzogen hat. Das Kohlendioxid, das Pflanzen gebunden haben und jetzt in der Biogasanlage als Abfall anfällt, ist nur eine Quelle für den Kohlenstoff, der in das E-Kerosin soll. Die Anlage gewinnt Kohlendioxid auch direkt aus der Luft über ein sogenanntes Direct Air Capture Module. Oben sehen Sie diesen Ansaugstutzen, dort saugen wir die Luft an, dann wird sie innen gefiltert, das CO2 wird rausgelöst und kommt dann hier in dem unteren Teil in diesen Pufferspeicher. Da sehen Sie, sieht alles noch ein bisschen experimentell aus und das ist eine Eigenkonstruktion von uns. Und das CO2 wird dort dann eben in diesen Pufferspeicher gelagert, um dann kontinuierlich die Syntheseeinheit beliefern zu können, wo dann wieder Kerosin draus gemacht wird. Eine weitere Komponente des E-Kerosins ist Wasserstoff, der mit Strom aus Wasser gewonnen wird. Auch dieser Elektrolyseur entspricht modernsten Standards. Um E-Kerosin zu produzieren, brauchen Sie ja ganz viel Wasserstoff und den erzeugen wir hier. Und zwar einerseits mit Wasser und zum anderen mit Strom, den wir in diesen Elektrolyseur hineinleiten. Der Elektrolyseur hier, das ist eine Hightech-Anlage von Siemens. Er produziert mit einem Proton-Austausch-Membranverfahren bei einem Wirkungsgrad von ungefähr 70% den Wasserstoff. Und den leiten wir dann für den nächsten Prozessschritt rüber in den anderen Teil der Anlage. Die beiden Vorprodukte Wasserstoff und CO2 werden dann in mehreren Verfahrensschritten in Kraftstoff umgewandelt. Geliefert wurde die Anlage von dem Karlsruher Startup Ineratec. Ja, hier stehen wir vor einem zentralen Teil der Anlage, wo einmal aus Kohlendioxid und Wasserstoff ein Synthesegas erzeugt wird und im zweiten Schritt aus dem Synthesegas dann per Fischer-Tropsch-Verflüssigung der Kraftstoff entsteht. Das ist eben der wichtigste Teil dieser ganzen Anlage, aus den Gasen letztlich eine Flüssigkeit zu machen. Und das geschieht genau bei hohen Drücken und Temperaturen hier. Nicht nur mit den Modulen für die Vorprodukte und der chemischen Synthese des Kraftstoffes betritt Atmosphäre mit seiner Tochterfirma SolarBelt Neuland. Auch das Zusammenspiel der Komponenten und die Gesamtsteuerung ist eine Neuentwicklung auf den neuesten technischen Stand. Wir als Siemens AG haben für Firma SolarBelt mit unserem Team in Bremen ein übergeordnetes Automatisierungssystem zur vollautomatischen Steuerung der Power-to-Liquid-Anlage in Welte geliefert. Dank unserer Erfahrung konnten wir als starker Partner von der Planung über das Engineering bis hin zur Inbetriebnahme eine innovative und sichere Anlage errichten. Mit unserem Know-how konnten wir die unterschiedlichen Komponenten dieser Anlage zusammenführen und können heute in einem modernen Leitstand die gesamte Anlage steuern. Dabei zeigt die Anlage nicht nur das technisch Machbare, sie wird auch Treibstoff für den laufenden Flugbetrieb produzieren. Hier verlassen unsere synthetischen Kraftstoffe die PTL-Anlage, werden gesammelt in diesen Tanks. Wir haben ein Tankvolumen von ca. 50 Tonnen. Dann werden sie weiterverbracht hier durch die Verladestation in die Tanklastwagen zur Raffinerie, zur Weiterverarbeitung zu Kerosin. Diese Veredelung geschieht in der Raffinerie Heide, die das Kerosin dann an den Flughafen Hamburg liefert. Ein Teil der E-Kerosin-Produktion wird dort direkt von den Airlines abgenommen. Auch Flugreisende können bald direkt bei Atmosphäre CO2-neutrales Kerosin für ihre Flugreise kaufen. Herzlich willkommen hier in Werte. Mein Name ist Philipp Neff, technischer Leiter bei Atmosphäre. Ich bin heute für den organisatorischen Ablauf zusammen mit meinen anderen Atmosphäre-Kollegen zuständig. Sie erkennen uns an den blauen T-Shirts, sprechen Sie uns gerne an. Bei Fragen können wir uns Ihnen hoffentlich weiterhelfen. Das Wetter spielt zum Glück einigermaßen mit. Wir starten pünktlich mit dem Programm. Wir haben ja auch einen Livestream, der parallel mitläuft, wo sich mehrere hundert Leute zugeschaltet haben. Der Ablauf ist folgender. Nach der offiziellen Eröffnung, nach dem Durchschneiden des Bandes, wollen wir Sie einladen auf einen kleinen Lunch.
Aber direkt im Anschluss starten wir dann auch schon wieder mit dem zweiten Teil des Programms. Es gibt eine spannende Podiumsdiskussion. Ich möchte Sie jetzt gerne, ich mit Ihnen zusammen gerne Professor Mojib Latif begrüßen. Er wird uns heute durch das Programm führen. Herr Professor Latif, allseits bekannter Klimaforscher, Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung und unter anderem auch Schirmherr von Atmosphäre. Ich übergebe das Wort an Sie. Ja, vielen Dank, Philipp. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, heute feiern wir hier tatsächlich so etwas wie einen historischen Moment. Wir weihen eine Anlage ein, die wirklich einzigartig in der Welt ist und die E-Kerosin produziert. Das heißt also, das ist wahrscheinlich irgendwo der Beginn einer neuen Zeit in der Luftfahrt. Lassen Sie mich zu Beginn ganz kurz nochmal etwas über Atmosphäre sagen. Atmosphäre hat das Projekt ja mit angestoßen. Atmosphäre ist kein reiner Kompensierer. Atmosphäre hat sich schon immer bemüht, die nachhaltige Entwicklung im globalen Süden voranzubringen, insbesondere kleine Unternehmen vor Ort in der dritten Welt zu unterstützen, auch die Rolle der Frau zu stärken dabei. Aber was kaum jemand weiß, Atmosphäre hat sich auch immer dafür stark gemacht, innovative Projekte zu fördern. Und wir sehen hier zum Beispiel jetzt so ein innovatives Projekt, das Atmosphäre eben auch gefördert hat. Und lassen Sie mich nochmal, bevor wir ins Programm einsteigen, ein paar allgemeine Dinge sagen. Wir haben ja Gott sei Dank jetzt in den USA einen neuen Präsidenten und Joe Biden hat ja im April zu einem Online-Klimagipfel eingeladen und zu Beginn des Gipfels hat er ja eine Rede gehalten und diese Rede war gerichtet vor allen Dingen auch an seine eigenen Landsleute. Er hat immer wieder betont, dass Klimaschutz kein Selbstzweck ist, sondern dass Klimaschutz viele neue, gut bezahlte Jobs schafft und dass Klimaschutz letzten Endes die USA wieder wirtschaftlich stark oder noch stärker machen würden und dass Klimaschutz eben Innovation bedeutet und Innovation eben zukunftssichernd ist. Nun, das ist das eine. Das andere, wo man vielleicht einen kleinen Umweg gehen muss, vielleicht haben Sie auch mitbekommen, vor zwei Wochen war es ungefähr, ging es ja über die Ticker, dass China angekündigt hat, im Ausland keine Kohlekraftwerke mehr zu bauen. Aber natürlich bauen sie im Inland noch Kohlekraftwerke. Aber diese Ankündigung, dass sie im Ausland keine Kohlekraftwerke mehr bauen, sagt uns doch, wo die Zukunftstechnologien eigentlich sind. Und die sind eben bei den erneuerbaren Energien, bei den erneuerbaren Technologien, bei den Innovationen. Und China hat erkannt, wo der Weltmarkt eigentlich ist oder wo die zukünftigen Weltmärkte sind. Und das ist letzten Endes das, was Deutschland auch erkennen muss. Und Deutschland wird nur seine Zukunft sichern können. Deutschland wird nur seinen Wohlstand sichern können, wenn es ganz vorne auf der Lokomotive sitzt bei den innovativen Technologien. Und ich glaube, hier haben wir jetzt ein Projekt, bei dem wir so etwas haben. Ein Projekt, das hoffentlich dann so schnell hochskaliert werden kann, dass die Luftfahrt dann spätestens Mitte des Jahrhunderts klimaneutral werden kann. Und was meine Hoffnung natürlich auch ist, als jemand, der in Deutschland geboren ist, der durch und durch Deutscher ist, dass das natürlich auch so etwas wie ein Exportschlager wird. Und wir letzten Endes mit Klimaschutz nicht nur die Umwelt schützen, sondern eben uns auch wirtschaftlich stark machen. So viel vielleicht von meiner Seite zu Beginn. Und jetzt freue ich mich ganz, ganz besonders, unsere Keynote-Speakerin begrüßen zu dürfen. Sie ist die Bundesumweltministerin seit 2018, obwohl die Wahl ja erst schon 2017 gewesen ist. Aber es hat eben so lange gedauert. Ich hoffe, dieses Mal dauert es nicht ganz so lange, bis wir eine neue Regierung haben. Frau Schulze hat sich
immer sehr stark gemacht für den Klimaschutz. Und jeder, der sich so ein bisschen in der Regierungsarbeit auskennt, weiß, wie schwer eine Umweltministerin es eigentlich hat im Kabinett. Aber immerhin, sie hat gekämpft, war auch erfolgreich. Immerhin hat sie es durchgesetzt, dass jetzt jedes Ressort letzten Endes für Klimaschutz verantwortlich ist. Und deswegen freue ich mich eben ganz besonders, jetzt die Bundesumweltministerin Svenja Schulze begrüßen zu dürfen. Frau Schulze, Ihre Bühne. Ja, sehr geehrter Herr Dr. Brockhage, lieber Mujib Latif, sehr geehrte Damen und Herren. Sie haben es gehört, die Ära der Verbrennung von Kohle, von Öl und Erdgas, die geht zu Ende. Und mit dem Klimaschutzgesetz ist jetzt ganz klar, Deutschland wird bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden. Und dieses Ziel, das gibt jeder der künftigen Regierungen eine ganz klare Richtung vor. Gleichzeitig ist es aber so, dass niemand den Traum vom Fliegen aufgeben will. Und deswegen brauchen wir endlich Alternativen zum herkömmlichen, klimaschädlichen Kerosin. Und es gibt sie, diese Alternativen. Das sehen wir heute hier. Und ich freue mich wirklich sehr, dass diese weltweit erste Anlage für die Produktion von klimafreundlichen E-Kerosin heute jetzt offiziell eröffnet werden kann. Das Projekt zeigt, die Technologie, die ist verfügbar, sie funktioniert und damit wird Wasserstoff vom Energieträger der Zukunft zu einer festen Größe im Energiemix der Gegenwart. Klimaneutralität, das heißt, dass unsere gesamte Mobilität klimaneutral werden muss und das entlang eines klar vorgegebenen Pfades. Ich habe dieses Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht und Mujib Latif hat es ja nochmal erklärt. Es verpflichtet jetzt alle, einen Beitrag zu leisten zur Einsparung von Treibhausgasen. Und es trifft natürlich auch den Luftverkehr. Strombasierte Kraftstoffe sind hier der zentrale Baustein auf dem Weg hin zur Klimaneutralität. Denn das wissen Sie alle hier, es wird noch ziemlich lange klassische turbinengetriebene Flugzeuge geben. Flugzeuge, die kauft man nicht mal so eben. Die werden typischerweise über Jahrzehnte genutzt. 30 Jahre sind da keine Seltenheit. Und gleichzeitig stößt eben der Einsatz von nachhaltiger Biomasse bereits heute an seine Grenzen. Wir brauchen also für spürbar weniger CO2-Emissionen wirklich nachhaltige erneuerbare Kraftstoffe. Dabei sind zwei Dinge mir ganz besonders wichtig. Erstens, dem Klima ist nur geholfen, wenn dabei grüner, also mithilfe erneuerbarer Energien gewonnener Wasserstoff zum Einsatz kommt. Und dafür muss der Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich schneller vorangehen als bisher. Und zweitens, diese Anlage hier, die ist ein sehr, sehr guter Anfang. Und ich bin sehr froh, dass wir sie heute einweihen können. Aber jetzt geht es um Skalierung, um mehr, um größere Anlagen. Das ist für mich eine zentrale umweltpolitische Aufgabe, den Markthochlauf von PTX-Kraftstoffen voranzutreiben. Dabei entstehen auch große wirtschaftliche Chancen für Deutschland und auch für unsere Partnerländer. Und damit das alles gelingt, brauchen wir wirklich einen Mix von Maßnahmen. Ich habe lange dafür gekämpft mit den Fachleuten aus dem Haus, dass wir jetzt strombasiertes Kerosin einführen, dass wir die gesetzliche Verpflichtung auf den Weg bringen, übrigens als erstes Land in ganz Europa. Jetzt hat endlich der Bundesrat dafür auch grünes Licht gegeben. Ab 2026, also in knapp 5 Jahren, müssen in Deutschland mindestens 0,5% des Flugkraftstoffes aus PTL-Kerosin bestehen. Das sind etwa 50.000 Tonnen. Das ist aber ein Vielfaches von dem, was diese Anlage hier im Jahr produziert. 2030 liegt die Quote schon bei 2%, das heißt dann viermal so viel. Und neben dieser Anlage hier werden wir also schnell weitere und größere Anlagen brauchen.
Das lohnt sich für die Betreiber, denn das neue Gesetz schafft jetzt endlich eine Absatzgarantie für neue Kraftstoffe. Und wenn PTL-Anlagen in Zukunft auch in Ländern entstehen, in denen Strom aus Sonne und Wind ganz besonders günstig ist, dann eröffnet das riesige Exportchancen für deutsche Technologien und für den Anlagenbau. Wir sind im Anlagenbau in Deutschland sehr, sehr gut. Wir können solche Anlagen sicher machen und hier auch produzieren. Und das zeigt diese Anlage und das müssen wir auch mit weiteren Anlagen zeigen. Also meine Damen und Herren, mit der Quote haben wir ein kraftvolles Instrument. Dabei dürfen wir aber nicht stehen bleiben. Weitere Maßnahmen sind jetzt schon in Arbeit. Ich will Ihnen nur drei kurze Beispiele nennen. Erstens, im Juli hat die Europäische Kommission ihre Vorschläge vorgestellt für die Umsetzung des European Green Deals. Dieses Fit for 55-Paket enthält eben auch konkrete Maßnahmen für den Luftverkehr in den Mitgliedstaaten. PTL-Kraftstoffe spielen auch da eine wichtige Rolle und auch die EU-Kommission schlägt die Einführung einer Quote für strombasiertes Kerosin im Flugbenzin vor. Und das ist natürlich etwas, was ich sehr begrüße. Das Zweite ist, neue Technologien, die benötigen am Anfang natürlich finanzielle Unterstützung, um auf die Beine zu kommen. Und deswegen wird das Umweltministerium die Produktion von BTL-Kraftstoffen für den Luft-, für den Seeverkehr fördern. Die entsprechende Förderrichtlinie wird gerade noch in den letzten Zügen erarbeitet. Und das hilft dann dem Klimaschutz, das schafft Arbeitsplätze im Bereich von Zukunftstechnologien. Und das Dritte, was mir wichtig ist, wir brauchen in Deutschland einen Kompetenzaufbau und eine Vernetzung in diesem Feld. Das ist ganz essentiell. Und deswegen habe ich Ende August das PTX-Lab in Cottbus eröffnet. Dort arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Unternehmerinnen und Unternehmer gemeinsam an der Entwicklung von Power-to-X-Technologien und schaffen so eine breite Wissensbasis. Falls Sie den Kontakt suchen, Herr Lehmann steht da vorne, meldet sich gerade, das ist der richtige Ansprechpartner. Also, meine Damen und Herren, es geht um nichts anderes als um die Einführung von PTL-Kraftstoffen wirklich global, auch global das voranzutreiben. Dafür gibt es in Berlin den international ausgerichteten PTX-Hub. Er unterstützt die deutsche Wirtschaft, er schafft aber damit auch internationale Chancen für wirtschaftliche Entwicklung und den Umbau von Energiesystemen. Also, Sie sehen, es ist eine große Aufgabe. Hier sieht man, wie das in Zukunft aussehen kann. Die Bundesregierung setzt den Rahmen, wir schaffen die Anreize. Nun ist die Wirtschaft am Zug. Das ist eine große Aufgabe, die Welt, aber erstmal auch Deutschland, klimaneutral zu machen. Das können wir nur gemeinsam bewältigen. Und wie das gehen kann, das zeigt diese Anlage für E-Kerosin. Wenn Spitzentechnologie, unternehmerischer Mut und die nötige Beharrlichkeit zusammenkommen, dann wird klimaneutrale Mobilität möglich, sogar das klimaneutrale Fliegen. Und all jenen, die in Zukunft dazu beitragen können, können auf die Unterstützung der Bundesregierung bauen. Den Anlagenbetreibern hier sage ich deshalb, Ihr Mut hier, der macht mir Mut für den Weg zur Klimaneutralität. Ich wünsche Ihnen viel, viel Erfolg und möglichst viele Nachahmer. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, liebe Frau Schulze. Ich möchte jetzt ankündigen, Dr. Dietrich Brockhagen. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Atmosphäre. Und Atmosphäre ist eine Nichtregierungsorganisation, die dieses Projekt maßgeblich mit angestoßen hat. Herr Brockhagen, Sie haben das Wort. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Ministerin, Professor Latif, Herr Kiewe, Herr Rüwe, Bürgermeister von Werlte, Projektpartner und Kunden, sehr geehrte Damen und Herren.
Schön, dass Sie hier sind und teilweise weite Wege auf sich genommen haben. Klimaschutz wird ja manchmal kontrovers diskutiert, aber dafür sind wir heute nicht da. Wir haben einfach Grund zur Freude, denn wir weihen ein. Die weltweit erste industrielle Produktionsanlage von E-Kerosin. Synthetisch hergestellt, frei von Umweltnebenwirkungen und bis auf die Logistik vollständig CO2-neutral. Und damit E-Kerosin, das uns endlich auch im Flugverkehr zu den Klimazielen von Paris bringen kann. Die Anlage ist fertig gebaut. Wir sind mitten in der Inbetriebnahme. Und das wollen wir feiern, heute, gemeinsam mit Ihnen. Bei Kerosin, da denkt man natürlich zuerst an das große Ölbusiness, an Shell, an Total, an Milliarden von Petrodollern, vielleicht an Saudi Aramco. Atmosphäre geht einen anderen Weg, einen von unten und einen schnelleren. Denn wenn wir eins nicht mehr haben auf dem Weg zu den Klimazielen von Paris, dann ist es Zeit. Das neue Gesetz verlangt nach der Beimischung von E-Kerosin im Jahre 2026. Danke, Frau Ministerin. Das ist genau richtig. Das brauchen wir. Und wir sind stolz, heute hier schon den Weg zeigen zu können. Aber wir haben schon in 2017 unsere Kundinnen befragt, die bei Atmosphäre ihre Flüge kompensieren. Und herausgekommen ist eine ganz klare Ansage. Wenn dieses E-Kerosin wirklich so wichtig ist für die Klimawende im Luftverkehr, dann wollen wir es jetzt, dann wollen wir es sofort haben. Und dann gehen wir auch ins Risiko, dann packen wir es an mit Hightech, dann betreten wir Neuland. Und wenn es denn kein anderer macht, dann sind wir eben die Ersten. Aber Tempo rechtfertigt keine Kompromisse. Unser E-Kerosin muss grün sein. Wirklich grün. Und das ist keineswegs selbstverständlich. Also, was brauchen wir dazu? Wir brauchen CO2. Naja, davon gibt es ja jetzt genug in der Luft. Aber genau deswegen wollen wir unser CO2 nicht von Zement oder Stahlwerken haben, von Gas oder Kohlekraftwerken. Denn dann wird es nichts mit der Dekarbonisierung. Dann kommen wir nicht weg von den Fossilen. Und dann geht auch mit E-Kerosin die Rechnung fürs Klima nicht auf. Und deswegen ziehen wir unser CO2 aus der Luft, ganz konkret hier mit einer Biogasanlage. Und da sind wir stolz, mit der EWE einen starken und innovativen Partner zu haben. Begrüßen Sie mit mir Henning Schröder und Dieter Janssen mit seinem Team hier von der Biogasanlage in Werlte. Ja, bei Biogasanlage, da denken natürlich viele auch an Navarro, an Vermeisung der Landschaft, an Tellertankproblem. Aber keine Sorge, das ist bei Atmosphäre nicht der Fall. Wir bekommen hier für diese Biogasanlage ausschließlich Abfälle aus der Nahrungsmittelproduktion. Und im Umland einsammeln, entpacken und hier an die Biogasanlage bringen, tut sie Laurenz direkt aus Haselünne. Aber weil es nun mal nicht genügend grüne Biogasanlagen auf dieser Welt gibt, um den Weltluftverkehr abzudecken, dazu fliegen Menschen einfach zu viel, gehen wir hier an dieser Anlage schon heute einen Schritt weiter. Wir ziehen das CO2 direkt aus der Luft. Direct Air Capture. Und diese Technologie brauchen wir ohnehin für die Klimaziele von Paris. Stichwort negative Emissionen. Aber dafür brauchen wir vor allen Dingen auch findige Ingenieure, die experimentieren. Begrüßen Sie mit mir Markus Wilbers von Lind Schulte, die hier auch insgesamt das Engineering übernommen haben. So,
Dann brauchen wir als nächstes Strom. Wo kommt der jetzt her? Unser Strom soll nicht zulasten der Energiewende gehen. Er muss erneuerbar sein, ganz klar. Aber er muss eben auch zusätzlich sein. Und das heißt, unser Strom darf nicht von der Allgemeinheit per EEG-Umlage subventioniert werden, denn dann fehlt das Geld anderswo. Und deswegen kommt unser Strom aus Windkraftanlagen, die nächstes Jahr aus dem EEG fallen werden und denen wir schon heute mit Komplettverträgen über die komplette Strommenge mit garantierten und erhöhten Entgelten die betriebliche Sicherheit für die Betriebsfortführung geben. Das EEG läuft aus für diese Anlagen und Atmosphäre springt ein. Und weil wir mit unserem Strom auch nicht die Netze verstopfen wollen, ganz wichtig für die Energiewende, kommt unser Strom vor allen Dingen aus Windanlagen aus dem Umland, aus Rastorf. Die können Sie gleich hinter mir sehen, hier vom Gelände aus. Und bei der Organisation hat uns geholfen die Firma EnergyLink, heute hier mit Helmut Jantos. So, und dann haben wir das CO2, den Strom, und als nächstes brauchen wir Technologie. Katalysatoren, Membranen, hohe Drücke, Temperaturen, Elektrolyse, Wasserstoff, Synthesegas, Synthesereaktoren und Prozesssteuerungselektronik, die alle diese Prozesse zusammenführt. Stellvertretend für über 20 Partner an diesem Standort möchte ich hier nennen, von Siemens DI und Siemens Energy, die uns nicht nur einen tollen Hochleistungselektrolyseur hier hingebaut haben, immer in der Zeit, sondern die uns auch bei den täglichen Problemchen helfen, immer unkompliziert, immer unbürokratisch, immer schnell. Meinen herzlichen Dank an Jens Bayerlein und Jens Schmidt. Ja, und was brauchen wir noch am Standort? Wir brauchen Menschen wie Torgal Akatec und Hermann Peng, die hier gleich nebenan mit E-Gas etwas ganz Ähnliches machen und die mit ihrer Kompetenz und Freundlichkeit uns hier gleich vom ersten Tag an bei den ersten Schritten begleitet haben und heute noch dabei sind. Wir brauchen Partner wie Galea und Partner und Jens Sticklein von Xervon. Ja, und wenn denn dann das Rohkerosin mal hier aus diesen Schläuchen kommt, dann muss es noch veredelt werden, raffiniert. Da kommen noch Additive dazu. Das macht für uns die Raffinerie Heide in Norddeutschland. Und die liefert es dann als Jetta 1 an den Flughafen Hamburg und bringt es so in den Luftverkehr. Begrüßen Sie mit mir von der Raffinerie Heide Marcel Gölden. Ja, das klingt so, als wenn wir damit durch wären, aber so leicht ist es nicht. Denn wir brauchen auch Standards. Wir wollen sicherstellen, dass das Kerosin wirklich CO2-neutral ist, aber dass es auch fair produziert wird, überall auf der Welt und vor allen Dingen im globalen Süden. Ein paar Kriterien dafür habe ich Ihnen schon angerissen, CO2 und Strom, aber das reicht bei Weitem nicht. Es geht auch um Wasser, um die Beteiligung der lokalen Bevölkerung. Und herausgekommen ist bei Atmosphäre dabei ein umfangreicher Kriterienkatalog und ein zugehöriges neues Gütesiegel, Atmosphäre Fair Fuel. Damit setzen wir Standards, denn jeder zukünftige Produzent von E-Kerosin ist eingeladen, sich darauf zu bewerben und sich danach zertifizieren zu lassen. Die Vorarbeiten dazu hat in einer umfangreichen Studie Horst Fehrenbach mit seinem Team vom IFO-Institut geleistet. Danach weiterentwickelt und abgestimmt haben wir es damals mit dem Umweltbundesamt mit Harry Lehmann, einer der Pioniere für E-Kerosin in Deutschland. Und am Ende angenommen hat es der Atmosphärintegritätsbeirat, heute hier vertreten durch German Watch und seinen politischen Geschäftsführer Christoph Bahls. Ja, und dann
brauchen wir noch Geld. Wo kommt das jetzt her? Das kommt von den Atmosphärkunden, die uns freiwillig Klimaschutzbeiträge bezahlen. Einige von ihnen kenne ich persönlich und ich kann Ihnen sagen, Atmosphärkunden sind die besten und treuesten Kunden, die man sich nur wünschen kann. Sie kommen aus der ganzen Gesellschaft, vom Krankenpfleger bis zur Professorin. Und sie haben schon längst verstanden, dass die Klimawende im Luftverkehr teuer wird. Und sie sind bereit dafür. Wir haben sie befragt. 50, 80, 100 Euro sind sie bereit, mehr zu zahlen für einen Flug von hier nach Teneriffa und zurück, um E-Kerosin beizumischen. Und wenn man das mal umrechnet, dann ist das schon ein Vielfaches, dann ermöglicht es ein Vielfaches von dem, was das neue Gesetz ab 2026 verlangt. Und das macht mir Mut. Das zeigt mir, unsere Gesellschaft steht zusammen. Sie hat verstanden, worauf es ankommt. Und sie ist bereit und vielleicht viel bereiter, als die Politik uns das zutraut. Stellvertretend für alle Atmosphärkundinnen aus Deutschland möchte ich heute hier nennen, aus dem Umland, Bernhard und Martin Esters aus Haselünne. Ja, es kommen noch ein paar. Wir haben auch noch Julian Sundrup und Daniel Sahnen aus Meppen und René Wagner aus Lingen. Aber das würde noch nicht reichen, um ganz ehrlich zu sein. Diese Anlage war teuer. Aber wir haben sie selber bezahlt, ohne öffentliche Förderung. Und das haben wir geschafft mit den vielen oder aufgrund der vielen jungen Menschen, die in ganz Deutschland sich bei Fridays for Future und anderswo für den Klimaschutz engagieren. Ein paar von Ihnen sind heute hier dabei, Schülerinnen vom Hümmling-Gymnasium aus Sögel, stellvertretend für alle anderen. Danke. Ihr habt Klima zum Gesellschaftsthema 1 in Deutschland gemacht. Ihr habt die politische Agenda, die politische Landschaft verändert. Und ich weiß nicht, ob ihr es selber spürt, aber ich kann euch sagen, wir bei Atmosphäre haben es genau gespürt. Bei uns sind die Einnahmen rapide angestiegen und wir konnten diese Anlagen bezahlen. Und deswegen tausend Dank für euer Engagement. Kim Funke, Imke Tilgmann, Lena Schodebers und Ruth Heinemann. Ja, die Großkunden sprechen nachher noch, aber eine möchte ich hier ganz besonders hervorheben. Von der Deutschen Lufthansa, Annette Mann. Ja, Frau Mann, bleiben Sie da. Also Sie waren meine Ansprechpartnerin als Erste bei der Lufthansa. Und Sie haben mir sehr früh in dem Prozess gesagt, beim Klimaschutz können wir keine Grenzen ziehen zwischen Lufthansa und Atmosphäre, zwischen Politik und Kunden. Da sitzen wir alle in einem Boot und da müssen wir zusammenhalten. Vielen Dank. Ja, und last but not least, die beiden Teams von Atmosphäre und Solarbelt in Berlin. Hey, Leute, die Anlage ist fertig. Ich bin so stolz auf euch. Ich kann euch jetzt nicht einzeln danken, aber stellvertretend hier für unsere Gäste möchte ich hervorheben von der Solarbelt Geschäftsführer Heiko Tandeter und Projektleiter Marcel Goll. Ja, noch zum Schluss ein paar Worte zum globalen Süden, wo Atmosphäre ja schon seit vielen Jahren ganz aktiv die Energiewende vorantreibt, ganz praktisch. Das Fair in Fairfuel ist nicht nur einfach ein Label. Wir meinen das ernst. Wenn man mal die ganzen Kurzstreckenflüge weglässt, dann sind es nach wie vor nur ungefähr 4 oder 5% der Menschheit, die überhaupt fliegen.
und das sind vor allen Dingen die reicheren Menschen aus dem globalen Norden. Aber den Klimaschaden zu spüren, bekommen vor allen Dingen Menschen aus dem globalen Süden, Menschen, die sich nicht dagegen wehren können, die meistens noch nicht mal flüchten können. Diese Ungleichheit besteht auch jenseits des Flugverkehrs, ganz allgemein für das Verhältnis von Nord zu Süd. Es gibt keine Klimagerechtigkeit. Und wir bei Atmosphäre glauben, dass wir mit fairen Energiepartnerschaften diese Ungleichheiten mindern können. Die Sonne scheint in Afrika mehr als in Niedersachsen. Da lässt sich doch was machen. Wenn wir es schaffen, die Investoren für solche zukünftigen Anlagen in Entwicklungsländern auch davon zu überzeugen, dass sie im eigenen Interesse in strukturschwachen Regionen die ländliche Elektrifizierung vorantreiben, wenn wir es schaffen, mit dem Technologietransfer gleichzeitig auch Arbeitsplätze zu schaffen, wenn die Wertschöpfung in den Gastländern entsteht und bleibt, dann haben am Ende nicht nur das Klima, dann haben wir alle gewonnen. Nicht nur ein Hightech-Land, aber auch gerade ein Hightech-Land wie Deutschland. Das ist der Weg, den wir mit Atmosphäre gehen möchten. Und ich freue mich, wenn Sie mit mir und uns dabei sind. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Herr Brockhagen. Ja, eine Person, die sich ganz besonders auf der internationalen Bühne um den Klimaschutz bemüht hat, ist unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die kann heute leider nicht hier sein, aber sie hat uns eine Videobotschaft geschickt und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Und Film ab, bitte. Sehr geehrter Herr Brockhagen, sehr geehrte Damen und Herren, die heutige Einweihung der Power-to-Liquid-Anlage ist ein besonderes Ereignis. Vorneweg für Sie bei Atmosphäre, die Sie nach erfolgreichem Abschluss der Planungs- und Bauphase die Anlage nun auch offiziell in Betrieb nehmen können. Aber auch für uns als Bundesregierung, die wir uns darin bestätigt sehen, dass Innovationskraft und Klimafreundlichkeit eng zusammenhängen. Und letztlich natürlich für uns alle, weil klimaschonende Mobilität ein überaus wichtiges Element des Klimaschutzes insgesamt ist. Denn um unseren globalen Klimazielen gerecht zu werden, sind auch im Verkehrssektor, nicht zuletzt im Flugverkehr, Fortschritte unabdingbar. Synthetisches, CO2-neutrales Kerosin spielt hierbei eine wichtige Rolle. Auf erneuerbarem Strom basierte, nachhaltig hergestellte Flüssigkraftstoffe ermöglichen bereits CO2-reduziertes Fliegen. Mit der Power-to-Liquid-Roadmap wollen wir Bund, Länder und Industrie für einen Markthochlauf dieser Kraftstoffe sorgen. Um unser Ziel von 200.000 Tonnen grünem Kerosin jährlich bis 2030 zu erreichen, gilt es, die Produktionskapazitäten erheblich zu steigern. Derzeit ist Power to Liquid noch sehr teuer und die Verfügbarkeit begrenzt, aber die Technologie und der Markt werden sich entwickeln. Dazu setzen Sie heute ein wichtiges Signal. Ihr Pioniergeist und Ihr Engagement zeigen, wie es gehen kann. Denn hier wird über den Labormaßstab hinaus Power-to-Liquid-Kerosin hergestellt. Als Hightech-Land haben wir die Möglichkeiten, im Sinne von Nachhaltigkeit nicht nur Vordenker einer globalen Mobilitätswende, sondern dank Innovationstreibern wie Atmosphäre auch praktischer Vorreiter zu werden. Atmosphäre zeigt Wege auf, wie wir im Luftverkehr unsere CO2-Bilanz verbessern können. Für diesen Pioniergeist bin ich sehr dankbar. Und so wünsche ich Ihnen auch mit Ihrer neuen Anlage viel Erfolg. Ja, soweit unsere Bundeskanzlerin. Meine Damen und Herren, wenn wir über Fliegen sprechen, wenn wir über klimaneutrales Fliegen sprechen, müssen wir natürlich auch über die Fluggesellschaften sprechen. Und ich erinnere mich noch, als ich vor vielen, vielen Jahren eingeladen wurde von der Lufthansa Cargo und einen Vortrag gehalten hatte, wie engagiert die Kolleginnen und Kollegen damals schon gewesen sind bei Lufthansa Cargo. Und das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir heute die Vorstandsvorsitzende
von Lufthansa Cargo hier haben. Und sie ist seit März dieses Jahres Vorstandsvorsitzende. Ich glaube, da kann man auch noch mal gratulieren. Und ich freue mich, dass wir Sie heute persönlich begrüßen dürfen. Dorothea von Boxberg, bitteschön. Sehr geehrte Frau Bundesministerin Schulze, sehr geehrter Herr Dr. Brockhagen, sehr geehrte Damen und Herren. In meinem privaten wie auch in meinem beruflichen Leben fragen mich viele Menschen, wird es CO2-neutrale Luftfahrt eigentlich jemals geben? Und ich glaube, heute ist ein wichtiger Tag, ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Und das Ganze eben heute, nicht erst in der Zukunft. Ich glaube, es gibt so viele Diskussionen über, was irgendwann mal möglich sein wird. Aber hier und heute sehen wir eben, was jetzt schon geht. Nachhaltiges Fliegen ist auch schon eine Weile möglich. Lufthansa hat ja schon 2011 angefangen, mit den ersten Biofuels zunächst zu testen und dann auch zu fliegen. Und damit natürlich auch schon eine gewisse Historie in nachhaltigem Fliegen. Oder zum Beispiel bei der Fracht fliegen wir aktuell einen Flug die Woche nach Shanghai CO2-neutral. Aber bisher gab es dafür eben immer nur die biogenen Kraftstoffe. Und da ist eben die Frage, wie stark ist das skalierbar, in welchem Umfang ist das wirklich möglich? Mit Atmosphäre und dem heutigen Tag wird das anders. Power to Liquid, synthetisch hergestelltes Kerosin, wird vom Laborversuch in die industrielle Anlage überführt und damit kommt eine ganz andere Skalierung nochmal in die greifbare Nähe. Man braucht natürlich einerseits die Fluggesellschaften, die sowas machen können, aber andererseits braucht man natürlich auch die Kunden, die das machen wollen. Und deswegen freut es mich ganz besonders, dass Herr Ketz und Herr Fujike von Kühne und Nagel heute hier sind. Kühne und Nagel ist unser Partner, mit dem wir in den kommenden 5 Jahren mit hier hergestelltem Rohöl, nachhaltigem Rohöl, CO2-Emissionen vermeiden können. Der Ruf nach mehr Nachhaltigkeit ist natürlich groß. Und hier sehen wir ein Beispiel dessen, was heute schon geht. Deswegen ein großer Dank und ein großes Dankeschön, Anerkennung für die Leistung von Atmosphäre hier. Denn das ist wirklich eine Pionierleistung, wirklich beispielhaftes Unternehmertum, auch wenn es eine NGO ist. Und wir sind wirklich sehr dankbar, dass Sie diese Leistung hier erbringen und wir die jetzt mitnutzen können. Nachhaltig produziertes Rohöl hat viele Vorteile, denn dieser Prozess ist etabliert und man kann es eben in der normalen Raffinerie, in normalen Tanklagern und in heute schon bestehenden Flugzeugen am Ende tanken. Und damit ist es eben eine Möglichkeit, heute und jetzt CO2 einzusparen und nicht erst irgendwann in der Zukunft. Wir sind von diesem Weg überzeugt und deswegen ist Lufthansa heute eben auch schon der größte Abnehmer von nachhaltigem Kerosin. Uns ist aber wichtig, dass jetzt eben dieser nächste Schritt gegangen wird, dass wir in diese synthetischen E-Fuels kommen und damit einfach eine ganz andere Welt der Skalierung uns eröffnen. Dabei brauchen wir natürlich irgendwo auch die Unterstützung der Politik, denn diese E-Fuels sind natürlich heute deutlich teurer als das, was man für fossiles Kerosin bezahlt. Und deswegen ist eben eine der Diskussionen, die wir führen, ist es nicht möglich, dass Abgaben und Steuern im Luftverkehr dann eben auch ganz konkret eingesetzt werden, um Sustainable Aviation Fuels verfügbar zu machen. Und das wäre natürlich einer unserer Wünsche für die Koalitionsvereinbarung jetzt. Der Tag heute zeigt, es gibt schon synthetisches Rohöl. Nachhaltiges Fliegen kommt wieder einen Schritt näher und wir haben eben eine gute Chance, auch den Luftverkehr nachhaltig zu machen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau von Boxberg. Wirtschaftliche Dimension dieses Projekts ist ja schon angesprochen worden. Und insofern freue ich mich auch, dass wir eine Vertreterin des Bundeswirtschaftsministeriums hier haben. Begrüßen Sie mit mir Dr. Christine Falkengroßer, Referatsleiterin Bilaterale Energiekooperation vom Bundeswirtschaftsministerium.
Vielen Dank, Professor Latif. Vielen Dank, Frau Ministerin Schulze, dass Sie da sind, Frau von Boxberg und natürlich Herr Dr. Brockhagen. Es ist mir eine große Ehre, auch hier sprechen zu dürfen im Namen des BMWIs bei dieser technologisch wegweisenden Anlage. Die Anlage steht symbolisch und faktisch für diesen Wandel, der schon angesprochen wurde, für ein neues Zeitalter, das wir jetzt anbrechen. Und wir sind stolz darauf, denn sie demonstriert Ingenieurskunst, aber natürlich auch Innovationskraft und den unternehmerischen Mut. Dieser unternehmerische Mut und diese Eigenschaften, das sind Eigenschaften, auf die wir alle sehr stolz sind, für die deutschen Unternehmen, von denen es ausgeht. Und das ist auch das Signal, das hier ausgeht. Deutschland ist ein Frontrunner. Wir bewegen uns in der Welt als eine der Ersten in diese Richtung. Das liegt an Unternehmen wie Atmosphere, Solarbelt, Siemens, Lufthansa Cargo. Aber das hat Signalwirkung nicht nur für Deutschland, nicht nur für die europäischen Nationen, sondern eben auch für alle anderen Länder in der Welt. Diese Eröffnung sagt nicht nur, wir können das, wir wissen, wie das geht, das ist bekannt, sondern die sagt, wir machen das auch. Und wir warten nicht, bis die deutsche Bundesregierung endlich fertig ist und wir warten nicht, bis in der EU alles ausverhandelt ist, sondern wir fangen jetzt an, wir starten jetzt, weil wir wollen, dass sich was verändert. Das sind die deutschen Unternehmen und darauf sind auch wir als Bundesregierung sehr stolz, das zu sehen und mitzuerleben. Im Wirtschaftsministerium bin ich verantwortlich für die bilateralen Energiekooperationen weltweit mit allen Ländern außerhalb Europas. Und das Bild, das ich eben gezeichnet habe von den deutschen Unternehmen, das ist keine Wunschvorstellung, sondern das ist wirklich so, dass Deutschland und deutsche Unternehmen genau so wahrgenommen werden, eben als diese Frontrunner. Technologisch, aber auch klimapolitisch, die Bundesregierung wahrgenommen wird als Frontrunner. Frau Schulze hat es schon erklärt. Und damit wir das bleiben und damit wir in Deutschland auch diesen Unternehmen, die diesen Mut beweisen, auch weiter Mut machen können und auch unterstützen können, auch wenn es Unternehmen wie Atmosphäre gar nicht nötig haben, versuchen wir aber auch energiepolitisch eben Frontrunner zu bleiben und Frontrunner zu werden. Wir arbeiten daran. Die in der Bundesregierung erarbeitete nationale Wasserstoffstrategie hat Maßstäbe gesetzt. Wir versuchen damit national Orientierung zu geben, aber eben auch international Maßstäbe zu setzen und Beispiele zu geben. Erarbeitet wurde in diesem Kontext allerdings auch, was wir wissen, im klima- und energiepolitischen Kontext geht es eben nicht ohne Kooperation. Es geht eben nicht ohne die Partner weltweit. Und so versuchen wir, auch über die nationale Wasserstoffstrategie, Instrumente zu entwickeln, die diese internationale Kooperation noch unterstützen und anheben. Viele deutsche Unternehmen sind natürlich schon unterwegs auf den internationalen Märkten. Viele Kooperationen, viele Allianzen wurden da schon geschmiedet, vor allem auch in Ländern, und Herr Brockhagen hat es erwähnt, in denen die erneuerbaren Energien deutlich günstiger sind als in Deutschland, als in Europa. Und wir wollen mit diesen Ländern kooperieren. Wir wollen, dass dieser Wettbewerbsvorteil eben nicht nur anderen Nationen zur Verfügung steht, sondern auch deutschen Unternehmen. Aber wir wollen auch für diese Länder dort was tun und dort auf Augenhöhe zusammen Kooperationen finden. Das BMWI hat sich zum Ziel gesetzt und wir arbeiten da auch sehr eng mit allen anderen Ministerien zusammen, mit dem BMU, mit dem BMZ natürlich, dem BMBF und dem BMVI. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, diese internationalen Ambitionen zu unterstützen, sehr schnell und sehr schlagkräftig. Und wir haben dafür einige Instrumente entwickelt, von denen ich drei, nach dem Vorbild der Ministerin, auch drei kurz nennen möchte. Das erste ist unsere internationale Förderrichtlinie. Die ist heute veröffentlicht worden. Heute können sich Unternehmen bewerben, bei uns Projektvorschläge einreichen und dann eine Förderung bekommen bis zu 15 Millionen Euro pro Projekt für Produktion, für Transport, für Anwendung und auch für Forschungsprojekte. Das zweite Programm, das wir entwickelt haben, zielt vor allem auf kleine und mittelständische Unternehmen, das heißt H2UP mit 3P, gibt es auch ein berühmtes Vorbild für. Und dieses soll unterstützen die Markterkundung, Konsortialbildung eben für kleinere Unternehmen, die das vielleicht aus eigener Kraft nicht so einfach schaffen wie große Unternehmen. Das dritte Instrument, das im Moment umgesetzt wird, ist ein besonders innovatives. Und erlauben Sie mir, das nochmal besonders zu betonen, denn das ist ja nicht ganz selbstverständlich für die Bundesregierung, für die Ministerialverwaltung so innovativ zu sein. Wir haben es H2Global genannt und es ist ein Importförderprogramm, wo es essentiell darum geht, dass wir über einen Doppelauktionsmechanismus Wasserstoff und Wasserstoffderivate ankaufen. Wir wollen einen Markt simulieren, wo noch kein Markt ist. Und wir wollen den Unternehmen damit über 10 Jahre hinweg Investitionssicherheit geben und damit mit einem sehr, sehr marktnahen Modell dort eben Anreize schaffen, dass dort Investitionen stattfinden. Dort, das sind unsere Partnerländer, zum Beispiel im globalen Süden.
Dafür sind 900 Millionen Euro bereitgestellt von der Bundesregierung im aktuellen Haushalt. Und bis Ende des Jahres wollen wir die erste Runde dieses Programms auch umgesetzt haben. Meine Damen und Herren, mit diesen Instrumenten hoffen wir, einen kleinen Beitrag zu leisten. Einen Beitrag dafür, dass unsere Unternehmen die Wettbewerbsfähigkeit, die sie haben, erhalten. Einen Beitrag dahin, dass der Erfolg der deutschen Unternehmen bei der Erschließung der neuen Märkte zusammen mit ihren Partnern mit für grünen Wasserstoff, der nach Deutschland kommen soll, auch erhalten bleiben kann. Und einen Beitrag natürlich zur Erreichung der klima- und energiepolitischen Ziele. Lieber Herr Dr. Brockhagen, für den Betrieb von Ihrer E-Kerosinanlage wünschen wir Ihnen und Ihren Partnern großen Erfolg. Dankeschön. Ja, vielen Dank, liebe Frau Dr. Falkengroßer. Ja, meine Damen und Herren, Klimaschutz fängt ja letzten Endes ganz unten an. Wir haben es vorhin schon von Herrn Brockhagen gehört. Fridays for Future hat ja wirklich einen großen Impact gehabt. Und wir müssen die Menschen natürlich mitnehmen. Und jemand, der an der Schnittstelle zwischen Atmosphäre, zwischen den Umweltorganisationen und letzten Endes der großen Politik und auch der Wirtschaft steht, ist Albin Leudl. Albin Leudl ist von der QTA, eine Reisebüro, eine europäische Reisebüro-Allianz. Und letzten Endes brauchen wir natürlich die Reisebüros, um tatsächlich die Menschen für den Klimaschutz zu gewinnen und damit sie eben auch vielleicht auch ein paar Euro mehr zahlen, damit sie dann eben auch den Flug kompensieren können. Deswegen freue ich mich, dass Albin Leudl heute hier ist und Herr Leudl, Ihnen gehört das Wort. Sehr geehrte Frau Ministerin Schulze, sehr geehrter Dr. Brockhagen, sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Gäste. Die Welt verändert sich in immer schnelleren Zyklen und die Reisewelt verändert sich in gleichem Maße. Die Herausforderung Klima bleibt dabei zentral für die Reisebranche, denn nach der Pandemie kann der Neustart des Tourismus nur grün sein. Wir in der QTA, und ich darf auch für den Deutschen Reiseverband sprechen, sind und bekennen uns zu Klimaschutz und zu Klimaschutzprojekten. Klimaschutz kann an verschiedenen Stellen gelingen, zum Beispiel durch den Einsatz von E-Kerosin im Flugverkehr. Und das ist, gestatten Sie mir die saloppe Formulierung, richtig cool. Darüber sprechen ist das eine, handeln aber das wichtigere andere. Wir werden deshalb die Atmosphäre-Klimaschutzpakete promoten und in unseren Reisebüroalltag einfließen lassen. Es werden zukünftig 3 Flugreisenpakete angeboten. Sie sind gestaffelt nach Städtereisen, Mittelmeerreisen und Langstreckenreisen. Hier ganz kurz und konkret das Klimaschutzpaket M, dargestellt auf dem Bildschirm. Gefördert wird die so eindrucksvoll geschilderte Möglichkeit, Kerosin aus Windkraft zu gewinnen. Gefördert wird aber auch die Energiewende im globalen Süden durch den Aufbau erneuerbarer Energie und, ganz wichtig, die Klimabildung an deutschen Schulen zur Stärkung des Klimabewusstseins von klein auf. Das gelingt durch vielfältige Kommunikation mit den Urlaubskundinnen und Urlaubskunden im Reisebüro. Viele Menschen wollen sich engagieren, wollen etwas beitragen. Gestützt wird die Kommunikation durch die Zuhilfenahme von automatisch eingespielten Paketvorschlägen in der Angebotsphase mit den Kundinnen und Kunden. Allein kann man einiges bewirken, wenn alle, wenn Hunderte, wenn Tausende Reisebüros und Urlauberinnen und Urlauber mitmachen, leisten wir gemeinsam einen signifikanten Beitrag zum Klimaschutz. Das ist unser Anspruch und das ist unsere Vision. Vielen Dank. 1, 2, 3. Ja, danke. Ja, vielen Dank. Damit ist der erste Teil dieser Veranstaltung beendet. Wir
schreiten jetzt zur offiziellen Einweihung der Anlage. Sie sehen ja hier schon das rote Band und ich möchte Frau Ministerin Schulze, Frau von Boxberg und Dietrich Bockhagen bitten, mit mir zu kommen. So, ja, also ich glaube, das ist wirklich ein historischer Moment. Man könnte vielleicht in Abwandlung der Mondlandung sagen. Ein kleiner Schritt für den Menschen, ein großer Schritt für die Menschheit. Und in diesem Sinne eröffnen wir jetzt gemeinsam die Anlage. Ja, und hier haben wir jetzt das Objekt der Begierde, wenn ich das so sagen darf. Das ist ein kleines Fläschchen E-Kerosin. Ich muss aber dazu sagen, das kommt noch aus einer Prototypanlage. Das ist noch nicht hier hergestellt worden, aber wir werden hier natürlich sehr bald damit beginnen. Und ich möchte das Frau von Boxberg gerne überreichen als Vertreterin der Lufthansa, als Symbol dafür, dass wir jetzt in eine neue Welt einsteigen, nämlich in die Welt, zumindest langfristig, des nachhaltigen Fliegens. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Und dann geht es gleich nachher noch weiter mit der Podiumsdiskussion und die Presse hat natürlich jetzt auch Gelegenheit, noch ein paar Fragen zu stellen. Ja, Vorsicht, gefährlich hier. Genau. Das Band haben wir jetzt ja schon mal weg. Ja. Ich möchte jetzt ganz gerne die Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmer bitten, vielleicht nach vorne zu kommen, damit wir langsam mit der Podiumsdiskussion starten können. Und den nächsten 45, so jetzt geht es auch mit Mikrofon, dann fange ich nochmal an. Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass Sie sich schon etwas stärken konnten und möchte Ihnen jetzt den nächsten Programmpunkt ankündigen, nämlich die Podiumsdiskussion, die wir in den nächsten 45 Minuten vor uns haben. Mein Name ist Matthias Rumpf, ich arbeite im Berliner OECD-Büro und bin auch sehr froh, heute mit dabei zu sein, hier einen Beitrag zu leisten. Wir sind ja eine Organisation, die eher sozusagen, ich würde nicht sagen abstrakt, aber eher in der Beratung, in der Forschung tätig sind. Und umso mehr freut es mich, hier bei einem sehr konkreten Projekt mit dabei sein zu dürfen. Und während sich jetzt unsere Gäste, unsere Panelistinnen und Panelisten auf dem Podium einfinden, haben wir vorab noch ein Grußwort vom Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, das ich Ihnen jetzt gerne präsentieren würde. Und da würde jetzt gleich der Film abgehen und in der Zeit können sich gerne die Panelistinnen und Panelisten auch hier vorne schon einfinden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Luftverkehr ist in einer globalen Welt unverzichtbar für Völkerverständigung, Kultur, Gesellschaft und Weltwirtschaft. Das ist Freiheit. Auch der Luftverkehr muss einen entscheidenden Beitrag leisten, wenn es um das Erreichen der Klimaziele geht. Klimaneutralität bis 2045 ist das gemeinsame Ziel von EU-Kommission und Bundesregierung. Ja, das ist ambitioniert und erfordert eine enorme Kraftanstrengung von allen Beteiligten. Im Luftverkehr brauchen wir dafür vor allem eines: einen konsequenten Umstieg auf alternative Kraftstoffe. Das größte Innovationspotenzial für den Luftverkehr liegt derzeit
in strombasierten Kraftstoffen. Power to Liquid nennen wir das Prinzip, das hinter klimafreundlichem Kerosin steht. Die sprichwörtliche Power für den Kraftstoff liefert Strom aus erneuerbaren Energien. Allerdings die Produktion von strombasiertem Kerosin aus CO2 und Wasserstoff ist bisher noch teuer und nur in sehr geringen Mengen verfügbar. Das ändern wir hier und heute. Mit der Anlage von Atmosphäre geht die erste Power-to-Liquid-Kerosin-Produktionsanlage an den Start. Die Anlage ist in Art und Größe bislang weltweit einzigartig. Besonders freut mich, dass das ingenieurtechnische Know-how hierfür zu mehr als 90% aus Deutschland kommt. Ab 2022 können hier voraussichtlich jedes Jahr bis zu 350 Tonnen strombasiertes synthetisches Rohöl produziert werden. In der Raffinerie Heide werden sie dann zu nachhaltigem Kerosin veredelt. Die Raffinerie beliefert den Flughafen Hamburg. Hier wird der alternative Kraftstoff unter anderem in die Tanks von Maschinen der deutschen Lufthansa fließen. Noch wird das strombasierte Kerosin dem bisherigen Treibstoff nur beigemischt. Der Anteil an strombasiertem Kerosin wird aber in den kommenden Jahren steigen. Der Vorteil: Die bestehende Infrastruktur fürs Beliefern und Betanken der Flugzeuge kann unverändert weiter genutzt werden. Somit verstreicht keine weitere unnötige Zeit und wir können direkt loslegen. Unser Ziel: 200.000 Tonnen Power-to-Liquid-Kerosin im deutschen Luftverkehr bis 2030. Das werden wir mit weiteren Maßnahmen erreichen. Mit der Power-to-Liquid-Roadmap etwa hat das BMVI zusammen mit BMU und BMW im April 2021 die Weichen gestellt. Im August 2021 hat das BMVI zudem einen Förderaufruf veröffentlicht, um eine Entwicklungsplattform für Power-to-Liquid-Kraftstoffe für den Luft- und Schiffverkehr mit einer Kapazität von bis zu 10.000 Tonnen pro Jahr aufzubauen. Derzeit arbeiten wir außerdem an einer eigenen Förderrichtlinie für den Markthochlauf von Power-to-Liquid-Kraftstoffen, die noch größere industrielle Produktionsanlagen ausgerichtet sein wird. Im August haben wir dazu einen unverbindlichen Skizzenaufruf gestartet. Ziel ist es, das geplante Förderverfahren möglichst nah an den Bedürfnissen der Marktakteure auszurichten. Meine Damen und Herren, Fliegen und Klimaschutz, das sind kein Widerspruch. Und wird auch die Zukunft sein. Mit dem Markteintritt von industriell hergestellten CO2-neutralen Power-to-Liquid-Kraftstoffen made in Germany schreiben Sie heute nachhaltige Luftverkehrsgeschichte. Von dieser Anlage wird die gesamte Branche profitieren. Danke an alle, die dieses Projekt erdacht, unterstützt und ermöglicht haben. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Guten Flug. Ja, auch der Minister Scheuer hat jetzt nochmal die Bedeutung dieser Anlage und auch die Bedeutung dieses Tages uns vor Augen geführt und daran erinnert. Und ich möchte jetzt gerne auf das Podium rufen für die Diskussion Frau von Boxberg. Wenn Sie da sind, dann freue ich mich. Wir haben Sie schon vorgestellt, CEO von Lufthansa Cargo. Dann habe ich Volker Ratzmann. Herr Ratzmann, sind Sie da? Wunderbar. Bitte, wenn Sie beide an diesen Tisch kommen wollen. Volker Ratzmann ist Executive Vice President Corporate Public Policy bei DHL. Herzlich willkommen auch Ihnen. Dann haben wir Marcel Fujike. Herr Fujike, sind Sie da? Wunderbar, herzlich willkommen. Marcel Fujike ist Head of Products and Services bei Air Logistik Kühne und Nagel. Herzlich willkommen. Dann habe ich an meinem zweiten Tisch hier habe ich Erich Klein, Vice President EU New Business Siemens Energy. Herr Klein, herzlich willkommen. Dann Heiko Tandeter, der Ihnen allseits bekannt ist, von der Geschäftsführer von Solarbelt, und Siegfried Knecht. Herr Knecht, sind Sie da? Wunderbar. CTO External Research and Technology bei Airbus. Dann am dritten Tisch hier möchte ich gerne begrüßen Frau Christiane Falken-Großer vom Bundeswirtschaftsministerium. Frau Falken-Großer, herzlich willkommen. Und Falk Heinen vom Bundesministerium für Umwelt. Und last but not least, Dietrich Brockhagen von Atmosphäre. Genau, wir wollen die Diskussion, wir haben ja ein recht großes Panel, wir haben ungefähr 45 Minuten und ich würde jetzt einfach gerne von Tisch zu Tisch gehen und einfach einige Aspekte, die wir heute schon gehört haben, nochmal weiter vertiefen. Und ich fange an bei diesem Tisch, bei Tisch 1, nämlich bei den Kunden für dieses Projekt. Sie haben hier ein Mikrofon, das Sie einfach dann vielleicht weitergeben können, wenn das geht. Frau von Boxberg, ich würde gerne nochmal bei Ihnen anfangen. Sie haben ja eingangs schon gesagt, Sie sind schon relativ lange in diesem Bereich
sind nicht die synthetischen Kraftstoffe, aber Sustainable Fuels unterwegs, haben sich jetzt aber entschieden, einerseits aus dem Grund der Skalierung, vor allem aus dem Grund der Skalierung, sich sozusagen hier zu engagieren für E-Kerosin. Und sie haben gleichzeitig auch noch sich ein Projekt ausgesucht, das ja selbst sich sehr hohe Standards setzt. Wollen Sie uns noch mal genau sagen, warum Sie bei diesem Projekt eingestiegen sind? Ja, nachhaltige Kerosins gibt es heute noch viel zu wenig. Und insofern greifen wir nach vielen Strohhalmen. Und der erste war natürlich auf der biogenen Seite. Biogene Kraftstoffe gibt es einfach schon lange und insofern kann man sie gut verwenden. Und Power to Liquid ist aber die Zukunft. Da gibt es einfach letztlich viel mehr Potenzial für eine Skalierung. Und deswegen war es uns sehr wichtig, jetzt hier bei der ersten Anlage direkt gleich dabei zu sein. Darf ich da nochmal nachhaken? Sie wollen natürlich auch Ihren Kunden diese Möglichkeit bieten, dann zumindest zum Teil CO2-neutral zu fliegen. Wie machen Sie das? Wie gehen Sie an Ihre Kunden heran, um sozusagen mit diesem Projekt und auch mit dem Kraftstoff, der hier produziert wird und dann den zukünftigen Kraftstoffen, dann auch als Kunden erfolgreich zu sein? Ja, einige unserer großen Kunden haben sich eben schon Ziele gesetzt, zum Beispiel Science-Based Targets. Und auch viele Endverwender, die Versender, haben sich solche Ziele gesetzt. Und deswegen sind wir eben heute hier mit Kühne und Nagel, die mit uns gemeinsam hier in den nächsten 5 Jahren Abnahmemengen vereinbart haben für die Produktion hier. Also ich glaube, es funktioniert so, dass einfach die Speditionen, aber auch die Endversender sich selbst Ziele setzen und dann natürlich auch im Scope 3 an den Transport denken. Dann kann ich die Frage gleich weiterreißen an Herrn Fujike. Wie ist es bei Ihnen? Also Sie sind ja jetzt auch nicht der Endversender, sondern Sie sind Spediteur, also Mittler zwischen den Airlines und den Endversendern. Wie treten Sie an Ihre Kunden heran, um Sie von diesem Projekt und auch von dieser letztlich Engagement, das ja über das hinausgeht, was gesetzlich gefordert ist, zu begeistern? Also erstmal haben wir als Kühne und Nagel natürlich selber auch unsere eigenen Ziele. Das heißt, bis zum Ende des Jahres 2030 sind wir Scope Free. Das heißt, alle unsere indirekten Emissionen sind wir Carbon Neutral. Und das müssen wir jetzt auch irgendwie erreichen und brauchen dafür einen Plan. Das wird nur funktionieren, wenn wir natürlich auch alle Versender mit an Bord haben oder möglichst viele. Und was wir machen ist, wir gehen aktiv auf unsere Kunden zu, bieten an, entweder durch Offsetting oder aber durch den Kauf von SAF, selber die eigenen Carbon-Neutral-Ziele zu erreichen. Oder aber, viele Kunden kommen mittlerweile auch auf uns zu. Man muss ganz klar sehen, gerade große Kunden, gerade Kunden wie die Automotive-Industrie oder aber auch Kunden im High-End-Luxury-Segment sind so auch unter Druck und haben ihre eigenen Ziele, dass die auch auf uns zu kommen und sagen, Kühne und Nagel, was habt ihr für Lösungen? Wie können wir in Zukunft auch unsere eigenen Scope-Free-Ziele erreichen? Das heißt also, diese Anlage mit 300 Tonnen, die sie im Jahr mal produzieren will, die reicht gar nicht aus. Wir brauchen jetzt gleich noch 10, 20 neue. Also Sie sind der Abnehmer. Das müssen wir leider so sagen. Also 300 Tonnen, das, wenn wir es mal hochrechnen, sind 300.000 Kilo. Das sind um die 360.000, 380.000 Liter. Kühne Nagel bräuchte insgesamt um die 1,8 Milliarden Liter, um carbon neutral zu sein. Das heißt, das ist jetzt natürlich wirklich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber, wie Dorothea von Boxberg schon sagte, wir brauchen Power to Liquid, weil eben diese ganzen Bio-SAF-Kraftstoffe nur um die 5-7% des gesamten Aviation-Bedarfs ausmachen würden. Und wir müssen skalieren und wir können nur mit Power to Liquid skalieren. Aber dann kommen wir noch mal von diesen 300 Tonnen zu diesen 1,8 Milliarden Litern, haben Sie gesagt? Ja. Diesen Schritt, welchen Teil dieses Schrittes denken Sie, dass Sie sozusagen in den gegebenen Rahmenbedingungen gehen können? Also Sie haben ja gesagt, Sie haben ja schon Kunden, die jetzt schon unter diesen Bedingungen kaufen würden. Das Produkt ist ja nicht ganz billig, aber erzählen Sie mal, wie weit kommen wir sozusagen unter den gegebenen Rahmenbedingungen? Also jetzt muss man unterscheiden natürlich, wir agieren global. Und in den globalen Rahmenbedingungen können wir einen gewissen Schritt gehen. In den deutschen Rahmenbedingungen können wir fast nichts gehen. Man muss ganz klar sagen, im globalen Vergleich gibt es Länder, die sind viel weiter. Was ich gehört habe heute, war alles super. Es muss jetzt nur umgesetzt werden. Das ist wichtig. Also was immer, wie ich heute gehört habe, brauchen wir heute schon und nicht erst morgen. Also es war quasi, alles was gesagt wurde, war richtig, aber bitte morgen haben. Und andere Länder sind weiter. Das heißt, wir haben schon in diesem Jahr über 12 Millionen Liter SAF eingekauft als Kühne und Nagel. Davon 0 Liter in Deutschland. Alles in Ländern, die SAF-Produktion massiv subventionieren. Und das ist Kalifornien, das sind die Niederlande und das ist UK.
Und SAF ist dann bei Ihnen gleich E-Kerosin oder ist SAF sozusagen der allgemeinere Begriff? Also SAF ist der allgemeine Begriff. Man muss ja sagen, Power-to-Liquid-SAF, das ist ja die erste Anlage, haben wir heute gehört, gibt es ja mehr oder weniger noch nicht auf dem Markt. Das heißt, was immer wir reden, ist Bio-SAF, normalerweise basierend auf dem Hefa-Verfahren. Hefa sind quasi Hydroprocessed Esters and Fatty Acids, also letzten Endes Talg, Schlachtabfälle oder aber Used Cooking Oil oder eben andere ölhaltige Samen, die gepresst werden. Vielen Dank. Dann, Herr Ratzmann, Sie vertreten DHL, Deutsche Post, auch ein großer Logistiker. Wie gehen Sie mit dem Thema um? Sind Sie da, also dann kommen Sie dann, treten Sie auch an die großen Versender ran oder versuchen Sie vielleicht auch an Endkunden heranzukommen, die versuchen, Ihre Produkte dann CO2-neutral oder CO2-arm zu versenden? Was ist Ihr Ansatz? Na, unsere Erkenntnis ist, dass die Kunden das wollen und schon nachfragen und auch warten darauf, dass die Klimaneutralität in den Zulieferketten, in dem weltweiten Handelssystem Einzug hält. Und deswegen ist diese Anlage so wichtig heute hier. Ich glaube, das Verständnis dafür zu wecken, dass Fliegen, dass Luftverkehr klimaneutral geht, das ist das Wichtigste, was wir machen. Wir gucken alle auf die Straße und sehen die Elektromobilität und gucken verschämt auf den Boden, wenn wir ins Flugzeug steigen oder unsere Transporte über den Luftverkehr abwickeln. Und das zeigt hier, wir können es anders machen, wenn wir wollen. Und wir sind bereit dazu. Wir haben uns als Deutsche Post DHL dazu committed und haben gesagt, wir wollen bis 2030 7 Milliarden € investieren, um grüne Technologien in den Transportsektor reinzuholen. Wir haben 280 eigene Flugzeuge. Und wir haben gesagt, wir wollen bis 2030 nicht nur die 5% haben, die EU vorgibt, sondern wir wollen 30% haben an nachhaltigen Flugkraftstoffen. Am liebsten natürlich das E-Kerosin. Voraussetzung ist dafür, dass jetzt die Produktion hochgeht. Dazu braucht es Rahmenbedingungen, die die Politik setzen muss. Da liegt es, glaube ich, dran. Ich sage immer, wenn die Automobilindustrie hustet, dann springt die Regierung. Ich glaube, der Luftverkehrssektor ist genauso wichtig und wir müssen es, glaube ich, auch gemeinsam schaffen, hier aufzutreten und zu sagen, wir wollen das, wir sind bereit, unseren Anteil dafür zu tun. Und deswegen brauchen wir die Förderrichtlinien, deswegen brauchen wir die Politik, um den Investoren die Sicherheit zu geben, dass das Geld, was sie jetzt investieren, gut angelegtes Geld für die Zukunft ist. Wir glauben jedenfalls daran, dass auch in diesem Bereich Paris erreichbar ist und wir wollen unseren Anteil auch dazu tun. Wunderbar, das verdient auf jeden Fall einen Applaus, denke ich. Aber lassen Sie mich vielleicht doch noch mal einen Schritt weitergehen. Sie haben mir die Rahmenbedingungen angesprochen. Vielleicht können Sie noch mal sagen, was kann man in den bestehenden Rahmenbedingungen tun? Was können Sie tun? Das wäre die erste Frage. Und welche Rahmenbedingungen wünschen Sie sich denn für die Zukunft, damit wir diese Skalierung auch wirklich hinbekommen? Also wir können, glaube ich, als Industrie, als Abnehmer immer das Signal senden, wir sind bereit zu kaufen. Wir können jetzt langfristig die Sicherheit geben mit langfristigen Vereinbarungen, dass wir über eine lange Strecke dann auch letztendlich den produzierten Kraftstoff so abnehmen. Was wir brauchen, ist auf jeden Fall, und das spricht auch ein bisschen hier diese Anlage an, wenn ich höre, hier wird in Heide raffiniert und in Hamburg vertankt. Ich will aber kaufen können, auch wenn ich gar nicht in Hamburg fliege, weil der Atmosphäre ist es egal, wer sie nicht verschmutzt. Das heißt, wenn ich den Kraftstoff kaufe und es eine andere Airline verfliegt, dann möchte ich das Ganze über Zertifikate bei mir im Accounting gut geschrieben bekommen. Aber wo es physikalisch verflogen wird, ist, glaube ich, uns allen egal, weil jeder Krafttropfen fossiler Kraftstoff, der nicht verflogen wird, ist ein guter Tropfen und den wollen wir gerne platzieren. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir jetzt genau die Regulation kriegen, auch auf europäischer Ebene, die das ermöglicht. Und da hinkt alles noch hinterher. Es fängt jetzt an, sehr kleinteilig zu werden. Darum müssen wir uns kümmern und das ist eine Aufgabe für die nächste Bundesregierung, gerade in diesem vielfach diskutierten Paket Fit for 55 auf der europäischen Ebene. Da ist wirklich Handlungsdruck und da müssen wir jetzt ganz schnell handeln, um da die Rahmenbedingungen auch hinzukriegen. Wunderbar, ganz herzlichen Dank Ihnen allen dreien, ganz herzlichen Dank für Ihr Engagement, auch dass Sie heute hier sind, dass Sie auch dieses Projekt unterstützen und ich gehe jetzt einen Schritt weiter zu dem zweiten Tisch, nämlich zu den Leuten, die sich mit der Technik beschäftigen. Und Herr Klein, vielleicht fange ich einfach mal bei Ihnen an. Sie haben ja sozusagen eine wesentliche Komponente für diese Anlage gebaut. Ja. Wie geht es jetzt weiter? Wir haben nochmal, wir haben jetzt hier 300 Tonnen, die dann irgendwann mal produziert werden sollen.
300 Millionen Tonnen Kerosin werden jährlich verflogen. Bauen wir dann 1 Million solcher Anlagen und dann ist alles gut? Oder wie geht es weiter? Ja, wenn das so einfach wäre, dann wären wir, glaube ich, sehr gut schon vorbereitet und könnten morgen gleich die nächsten 100 Megawatt, 1 Gigawatt verbauen. Aber ich denke, ganz entscheidend ist erstmal, dass wir hier mit unseren Partnern zusammen mit Weitsicht agiert haben, einen ganz wichtigen Impuls aus meiner Sicht in den Markt gesetzt haben. Ich glaube, es ist heute vielfach unterstrichen worden von der Abnehmerseite, von der politischen Seite, welche Wirkung das Projekt hat, aber auch welchen Nutzen es jetzt bereits hat mit der kleinen Skalierung. Wir sind von der Technologieseite gekommen, natürlich schon einen deutlichen Schritt weiter. Wir haben die Standardisierung vorangetrieben, wir haben das ganze Thema vorbereitende Maßnahmen auf die Skalierung vorangetrieben. Technologisch sind wir, glaube ich, sehr innovativ, das kann ich unterstreichen, auch mit der nächsten Generation, die ja jetzt schon mehr Referenzen hat und damit natürlich wunderbar vorbereitet auf die Skalierung. Nur Skalierung setzt halt voraus, dass wir stabile Rahmenbedingungen vorfinden. Skalierung setzt voraus, dass wir eine Kontinuität jetzt allmählich kriegen in die Projektpipeline und auch wirklich mehr Projekte realisiert werden. Und dazu brauchen wir doch deutlich andere Rahmenbedingungen noch. Aber bevor wir auf die Rahmenbedingungen kommen, vielleicht nochmal die technische Frage, ohne jetzt allzu technisch zu werden, bitte nicht zu viele Details. Aber stehen wir dann in Zukunft vor wirklich einer großen Zahl von Anlagen dieser Größe oder was wäre denn so eine ideale Anlage, mit der man nach heutiger Technik oder vielleicht auch nach der Technik in 10 Jahren PTL produzieren könnte? Wie gesagt, ich glaube, es gibt nicht die ideale, optimale Anlage. Wir sind vorbereitet auf 100 Megawatt, genauso wie wir vorbereitet sind auf Baublöcke in größeren Skalierungen bis hin zu Gigawatt. Dem ist grundsätzlich keine Grenze gesetzt. Die Frage ist, wo kriegen wir den vielen Grünstrom her? Denn wir brauchen ja jetzt schon viel mehr, als wir eigentlich haben. Wir reden über Transformation einer Industrie und wir reden über neue zusätzliche Anwendungsfälle. Wenn wir die ganze Mobilität betrachten, dann ist das eigentlich ein ganzer Sektor, der mit dem Strom ja noch gar nicht versorgt worden ist und der erstmal mit zusätzlichem Grünstrom, den wir generieren müssen, versorgt werden muss. Will sagen, da muss noch eine Menge geleistet werden, dass da mehr Ausbau stattfinden kann, ob das jetzt Offshore-Wind ist, Onshore-Wind ist, Wasser, PV. Trotzdem haben wir hier schon Referenzen, die wir jetzt platzieren könnten oder konnten. Die hiesige Anlage ist eine Referenz. Wir haben weitere in der Pipeline. Sie werden es in der Presse entnommen haben vor mehreren Wochen, dass wir in Haru-Oni jetzt den Grundstein gelegt haben, auch für eine nicht Kerosinanlage, sondern für eine Methanolanlage. Also Sie sehen, dass wir da vielfältig unterwegs sind. Die Frage ist, wo finden wir die Rahmenbedingungen, den Grünstrom zu beziehen in großer Menge und entsprechend dann mit der Skalierung mitzugehen und größere Anlagen zu realisieren. Wo würden Sie den Grünstrom sehen? Naja, es gibt viele Gebiete. Wir haben heute ein großes Gebiet angesprochen im Sinne des globalen Südens. Wir haben auch sicherlich in Europa noch Spots, wo wir eine ganze Menge damit machen können. Nordsee, Offshore ist ein großes Gebiet. Ich denke gerade die skandinavischen Länder sind hervorragend geeignet für Onshore wie für Offshore. Wir sehen auch dort eine große Motivation, jetzt Dinge voranzutreiben an der Stelle. Und wir haben jetzt wie Chile oder in anderen Regionen dieser Welt, glaube ich, sehr gute Rahmenbedingungen. Ich würde dabei auch Südeuropa nicht ausschließen wollen. Also dann doch eher in Regionen, wo die Sonne scheint, oder? Ja. Naja, die Frage ist, können Sie, die Frage, das ist eine einfache Rechnung, glaube ich, für jeden, der hier im Raum ist. Wenn Sie über Gigawatt-Anlagen sprechen wollen, die Sie ja angedeutet haben, dann müssen Sie erstmal sicherstellen, dass Sie eine Kontinuität an 1 Gigawatt Photovoltaikstrom irgendwo herkriegen. Und die Größe dieser Anlage möchten Sie, glaube ich, hier nirgendwo überhaupt sehen. Also insofern werden Sie mit Photovoltaik nicht die Lösung des Problems sehen, sondern wir müssen einen vernünftigen Mix hinkriegen. Und sobald wir einen Mix irgendwo vorfinden oder die Rahmenbedingungen vorfinden, können wir die Anlage entsprechend groß auslegen. Wunderbar, dann möchte ich gerne, vielleicht könnt ihr das Mikrofon an Herrn Tandeta weitergeben. Sie sind ja hier und haben sozusagen diese Anlage, den Aufbau dieser Anlage gemanagt. Was wäre sozusagen aus Sicht von SolarBelt und Atmosphäre der nächste Schritt? Also was wäre sozusagen die nächste Anlage, die Sie sich wünschen würden? Wir feiern jetzt natürlich die Eröffnung dieser Anlage, das müssen wir gebührend feiern, aber wir wollen ja auch ein bisschen nach vorne schauen. Deswegen die Frage, was kommt als nächstes? Ja, also Sie haben ja gerade schon gehört, wie komplex es ist. Es macht keinen Sinn und es bringt auch überhaupt nichts, nur eine Anlage zu bauen. Wir hätten die Anlage hier hingestellt, wir hätten hier ein synthetisches Rohöl gehabt und wir hätten es auch in die Raffinerie geben können. Aber wir brauchen natürlich auch die Möglichkeit für unsere Kunden und Sie haben die Nachfrageseite ja gerade gehört. Sie ist immens. Und eigentlich kann man sich nicht mehr wünschen als Projektentwickler und Kerosinproduzent, Nachfrage da. Als dass drei Vertreter hier sagen, macht mir mehr davon. Ja. So. Jetzt ist das Produkt noch teuer, aber ein ganz entscheidender Punkt ist ja, was Herr Ratzmann gerade angesprochen hat, und den Weg gehen wir derzeit mit der Lufthansa und mit DHL zusammen, zu sagen, wir möchten unser Produkt nicht nur für die beiden Fluggesellschaften, für jede Fluggesellschaft, so in den Markt bringen können, dass es einfach ist. Das kennen wir alle aus dem Strommarkt, Herkunftszertifikate für den Grünstrom.
bei allen, die hier im Raum stehen, wer mal Grünstrom gekauft hat, der zahlt vielleicht ein bisschen mehr und er bekommt ein Zertifikat. Das kann ich industriell machen, das kann ich als Privatabnehmer machen. Und so wollen wir dieses System auch in der Luftfahrt etablieren. Ganz ähnlich wie beim Strom mit Herkunftszertifikaten oder auch wie beim Grüngas auch. Das heißt, das ist ganz entscheidend und ich bin sehr dankbar, Herr Ratzmann, dass Sie das angesprochen haben. Dem Klima kommt es überall zugute, was wir tun. Und es muss der praktisch belohnt werden, der hier die Initiative ergreift und die Airline, die sagt, ja, ich beteilige mich, mache mein Herkunftszertifikat und dann ist es ganz egal, wo in der Welt sie tankt, solange wir unser E-Kerosin in die Raffinerie geben und das praktisch ins Netz, so kann man sich es vielleicht vorstellen, wie ein großes Spinnennetz, wie das Elektrizitätsnetz einspeisen. Und deshalb glaube ich und bin ich auch positiv, dass die nächsten Schritte gehen werden, wenn eine so große Nachfrage da ist und auf der anderen Seite auch ein politischer Wille und eine Unterstützung da ist, dann ist es eigentlich nur noch an uns und an unserem Tisch hier für die Flugzeuge von Airbus und anderen Airlines, was inzwischen zertifiziert ist und auch dank der Airlines, die dort auch mitgeholfen haben bei der ASTM, das muss ich auch mal an der Stelle hier lobend erwähnen, dass wir dieses Produkt reingeben können und kein Mensch sich Sorgen machen muss. Deshalb gehen wir von SolarBelt, der Name ist Programm, Sie haben die Überleitung ja gerade schon angespielt, da muss viel Sonne scheinen, müssen wir den globalen Süden gehen, das ist unsere Mission und dort sehen wir die ökonomische, aber auch die ökologische Aufgabe und auch die Entwicklungsaufgabe, die Atmosphäre schon immer auf der Fahne hatte, weitere Projekte dort im großen Stil zu machen und letztlich ist alles da und das werden wir weiter vorantreiben. Wir haben ja vorher schon ein bisschen über Rahmenbedingungen gesprochen und am Tisch 3 wird es dann sozusagen ganz intensiv darum gehen, genau. Welche Rahmenbedingungen bräuchten Sie denn, um in den globalen Süden zu gehen, um dort dann eine sozusagen sehr viel größere skalierte Anlage zu bauen? Bei einer neuen Technologie, bei einem neuen Produkt brauchen wir eine gewisse Planungssicherheit, auch um Investoren zu bekommen. Wir werden sicherlich noch Projekte hier auf die Beine stellen unter uns, so wie wir hier stehen. Aber irgendwann muss auch ein Abschreibungszeitraum von 10, 20 Jahren für solche Anlagen mal am Horizont erscheinen. Und ich glaube, dann haben wir es geschafft, dann haben wir einen großen Schritt geschafft. Aber bis dahin brauchen wir noch die Unterstützung der Politik. Das war bei der Solarzelle früher so, das war bei den Windrädern so, das war eigentlich bei allen neuen Technologien, dass sie anfangs einen gewissen Anstoß brauchten. Und da ist es uns als Projektrealisierer eigentlich fast egal bei den niedrigen Zinsen, ob wir auf der CAPEX-Seite unterstützt werden oder ob wir auf der OPEX-Seite unterstützt werden. Hauptsache, wir haben ein Projekt, wo wir sagen können, über 10 Jahre Mindestlaufzeit können wir so und so viel Produkt generieren, weil der Offtake, sehen Sie ja, der ist da. Das werden wir machen. Aber ist das eine Frage der finanziellen Unterstützung oder der Rahmenbedingungen, die man schaffen muss durch Absicherung vielleicht, wenn man in einem Land investiert, bei dem man nicht sagen kann, ob das sozusagen für 20, 30 Jahre so stabil ist, dass sie auch sozusagen ihre... Das ist das Schöne am Standort Deutschland. Ja. Deutschland hat ja schon immer durch die Exportkreditversicherung und andere Maßnahmen der deutschen Industrie geholfen, sich gegen solche Risiken abzusichern. Und da werden wir noch eingehende Gespräche führen hier mit den Ministerien, um dort auch noch ein bisschen mehr Unterstützung zu bekommen. Das ist sicherlich notwendig, da machen wir uns nichts vor. Gerade wenn wir in Gegenden sind, die politisch vielleicht etwas instabil sind, da muss man auch nicht unbedingt hingehen, Herr Brockhagen. Aber wir versuchen da, denke ich, einen guten Mittelweg zu finden, wo wir sagen, wir werden Projekte dort realisieren, wo alle Rahmenbedingungen irgendwo einen Kompromiss bilden zwischen Wirtschaftlichkeit, technologischer Sinnhaltigkeit und auch einer Stabilität, aber auch noch eben einen Entwicklungshilfeansatz dort mit einzubauen. Sie haben es gehört, die Zusätzlichkeit ist ganz entscheidend, was den Wind angeht. Ich sage mal als Beispiel, wir wollen auch nicht einem Dorf in Afrika den Strom abzapfen, indem wir uns ans Netz hängen. Das wäre vollkommen kontraproduktiv. Und die Strommengen, die wir benötigen oder überhaupt Energiemengen, das kann auch eine andere Form sein, können wir andermal darüber sprechen, da ist es halt wichtig, dass wir eine Zusätzlichkeit ernst nehmen und dort eben auch mit Photovoltaik, Windenergie oder einer anderen alternativen Energiequelle die ländliche Bevölkerung versorgen, auch eine Akzeptanz finden und dort auch diesen Aufbau dieser Technologie weiter vorantreiben. Also das wäre der Stichwort Partnerschaft, das ist uns ganz, ganz wichtig. Dann sagen Sie mir noch zum Schluss, wenn Sie sich das nächste neue Projekt ausmalen würden, wie würde das aussehen und wo würde es stehen? Es wäre deutlich größer, aber auch da, die Skalierung ist nicht alles. Also die Menge macht es nicht immer. Es ist in einem Ort, wo ich vielleicht geträumt eine alte Photovoltaikfläche zur Verfügung hätte, wo ich einen Direct Air Capture hätte, was mich standortunabhängiger macht.
Die Technologie muss auch noch ein Stückchen weiter vorangetrieben werden. Wir selbst haben mit Atmosphäre zusammen dort die ersten Allianzen angegangen, um das voranzubringen. Und dann würden wir uns vielleicht in ähnlicher Runde dort wieder treffen und sagen, bitteschön, Ihr Bedarf ist zum Teil schon gestillt. Das würden wir sehr gerne tun. Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Dann möchte ich Sie bitten, das Mikrofon vielleicht an Herrn Knecht weiterzureichen, weil an ihn hätte ich die nächste Frage. Sie sehen ja bei dem Spiel PTL so ein bisschen draußen, ne? Da brauchen Sie gar nichts machen. Das geht in die Raffinerie, die Flugzeuge werden betankt, Sie bauen die gleichen Flugzeuge wie vorher und alles schick. Aber ich vermute mal, Sie haben ja auch noch ein bisschen selber was im Köcher. Und können Sie uns darüber ein bisschen berichten? Also wo arbeiten Sie denn als Flugzeughersteller, um Luftverkehr CO2-neutral zu machen? Und vor allem, wann kommen diese Lösungen? Ja, vielen Dank. Also wir bauen, wie Sie, glaube ich, versucht haben anzudeuten, schon die effizientesten Flugzeuge, die man heute kaufen kann. Und bald haben wir auch für Frau von Boxberg einen neuen Frachtflieger. Gut, da müssen wir da nochmal drüber, also nicht ich, aber meine Chefs müssen dann sicherlich mit Ihnen dann nochmal darüber sprechen. Also technologisch sind sicherlich in den nächsten 20, 30 Jahren nochmal 50% bei der Emissionsreduktion zu holen, das wissen wir. Hinzu kommt noch ein bisschen was mit dem europäischen Luftraum, noch ein bisschen verbesserte Betriebsführung, Flugführung und solche Dinge mehr. Und der ganze große Rest, also mindestens 50%, muss natürlich durch SAF kommen. Was machen wir da? Herr Tandert hat das ja eben schon gesagt. Wir engagieren uns natürlich einerseits in der ASTM, wenn es um die Zulassung neuer Kraftstoffe geht. Ja, wir wissen, das ist heute überwiegend alles auf biogener Basis. Das ist, glaube ich, auch durchaus gut und richtig so, weil bereits damit ja ein Großteil der Emissionen, CO2, Schwefelverbindungen, Partikel etc. pp. Reduziert werden können. Und bei Airbus würde ich mal sagen, wir sind durchaus auch Abnehmer. Wir bieten ja den Fluggesellschaften an 3 Standorten weltweit an, dass sie die Flugzeuge, die sie bei uns abnehmen, dass sie mit einem bestimmten Blend ausgeliefert bekommen können. Das machen wir in Toulouse, das machen wir hier nicht so weit weg, in Finkenwerder und in den USA in Mobile. Und wir fliegen natürlich auch sozusagen unternehmensintern mit unseren Belugas, sage ich salopp, durch die Gegend, weil wir müssen ja ein paar Flügel und sonstige Teile durch Europa transportieren. Und auch da packen wir schon einen 18-prozentigen Blend in den Tank rein. Und was wir gerade vor kurzem, also in diesem Jahr, angestoßen haben, 100% Testflüge auf einer A350. In Kürze werden wir das auch mit einer A320 machen. Denn wichtig ist ja, dass man auch über die 50% deutlich hinausgehen kann. Und deswegen untersuchen wir, ob das geht, wie es geht. Das machen wir natürlich gemeinsam mit Triebwerksherstellern und mit dem DLR. So, und was dann die Zukunft, also wenn ich jetzt so 10, 15 Jahre nach vorne blicke, das wissen Sie alle, dass wir vorhaben, 2035 ein Wasserstoffflugzeug in den Markt zu bringen. Denn so schön das ja ist, wenn man in ein paar Jahren die ausreichenden Mengen an PTL-Kerosin hat und damit dann CO2-neutral fliegen kann. Aber machen wir uns nichts vor, es wird dann immer noch CO2 emittiert. Ja, und insbesondere auf der Langstrecke ist heute ja nicht abzusehen, dass wir mal mit Wasserstoff fliegen können. Das heißt, was wir wollen, gerade im Kurz- und Mittelstreckenbereich, ein Wasserstoffflugzeug in den Markt zu bringen, was dann, ich will nicht sagen, keine Emissionen mehr verursacht, keine CO2-Emissionen natürlich, und gemeinsam mit Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen und natürlich mit den Triebwerksherstellern müssen wir dann noch daran arbeiten, dass wir auch die Stickoxidverbindungen nochmal deutlich reduzieren können. Und wie gesagt, das ist das Ziel. Wir engagieren uns sozusagen heute als Katalysator für den Einsatz von SAF und mit dem Blick 15 Jahre in die Zukunft mit einem Wasserstoffflugzeug für die Regional- und Kurzstrecke. Und dann braucht man, glaube ich, auch nicht mehr über das Verbot von Kurzstreckenflügen zu sprechen. Herzlichen Dank. Dann
komme ich jetzt zu den Rahmenbedingungen an Tisch 3. Ja, Herr Heinen, wenn Sie das jetzt hier so sehen und hören, Sie haben ja jetzt, die Ministerin hat es gesagt, vor wenigen Tagen hat der Bundesrat diese Beimischungsquote verabschiedet, das ist jetzt Gesetz, also das wird kommen, 2026 bis 2030, gegen eine neue Bundesregierung, die vielleicht, ja, da vielleicht auch noch einen draufsetzt. Meinen Sie, das wäre nötig und sinnvoll und angesichts dessen, was Sie hier jetzt heute gesehen haben, vielleicht auch ja, möglich, erstrebenswert? Oder sollen wir uns jetzt erstmal in dem Rahmen bewegen, in dem wir sozusagen gerade, den wir gerade beschlossen haben? Weil die Zeit läuft uns ja ein bisschen davon. Ja, das ist in der Tat eine sehr wichtige Frage. Und zunächst einmal die gute Nachricht. Wir sind nicht nur hinter dem Bundesrat, sondern inzwischen hat der Bundespräsident das Gesetz auch unterschrieben. Es ist sogar verkündet und damit ist es jetzt wirklich ganz offiziell, dass wir eine entsprechende Quote haben. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, das ist jetzt quasi erst der Anfang. Und wir haben jetzt gerade mal eine Mini-Quote in Deutschland, um das PTL einzuführen. Also die Inverkehrbringer haben die Pflicht, eine entsprechende Menge in den Markt zu bekommen. Und damit haben wir Deutschland. Wir reden über 2%, das heißt 200.000 Tonnen im Jahr 2030. Und es ist der Start. Und wir müssen diese Diskussion und auch die Regelung natürlich entsprechend weiter treiben. Das heißt, wir dürfen nicht in Deutschland stehen bleiben, sondern wir müssen natürlich auch auf die EU gucken. Herr Ratzmann hat es angesprochen, das ist ganz notwendig, dass wir die ganze, auch wegen Wettbewerbsverzerrungen, das Ganze möglichst weit treiben. Im Rahmen des Fit for 55-Pakets ist ein Regelungsvorschlag enthalten, Refuel EU Aviation. Da macht die Kommission auch Vorgaben für nachhaltige alternative Treibstoffe. Aber sie will eben erst im Jahr 2030 beginnen mit strombasierten Kraftstoffen. Bis dahin sind es biobasierte Kraftstoffe, wo die verschiedenen Verkehrsträger sehr stark mit konkurrieren. Das heißt, wir müssen auf europäischer Ebene, und die Diskussionen in anderen europäischen Ländern sind bei weitem nicht so weit, wo wir hier in Deutschland sind, wir müssen andere europäische Länder überzeugen, diesen Weg auch zu gehen. Die Kommission hat jetzt vorgeschlagen, 0,7% PTL als Unterquote im Jahr 2030, das reicht nicht aus. Also das heißt, wir setzen uns als Bundesregierung jetzt gerade dafür ein, dass das früher ist. Und insbesondere, dass wir auch höher gehen dürfen. Erste Ideen waren, dass wir das eben nicht dürfen. Das kommt jetzt aber, das wird so gehen. Aber wir müssen eben gucken, dass wir eben die Spanier, die Franzosen genauso überzeugen, entsprechende Rahmenbedingungen zu setzen. Und dann vielleicht noch eine Ebene, das muss man auch nochmal machen. Wir müssen darüber hinaus noch weitergehen und das ist ein ganz dicker Brocken, dann auf Ebene der ICAO das auch noch zu platzieren. Und ich habe selber 10 Jahre in der ICAO mit in den Diskussionen teilgenommen. Das ist ein wahnsinnig dickes Brett. Und da müssen wir wirklich schaffen, dass wir auch noch mehr Länder ins Boot holen. Da gibt es natürlich die Chance, mit dem globalen Süden wirtschaftliche Interessen was zu holen. Aber das zu regulieren und auf internationaler Ebene die Rahmenbedingungen zu setzen, das ist ein ganz, ganz dickes Brett. Also das heißt, wir müssen noch mehr machen. Wir dürfen jetzt nicht hier stehen bleiben. Das ist der erste Schritt. Deutschland ist das erste Land. Und dementsprechend müssen wir die nächsten Ebenen auch global gehen. Aber Sie haben das ja schön. Wunderbar, auch dafür sehr gerne Applaus. Sie haben es ja so schön beschrieben, also wir haben Deutschland, das jetzt ein bisschen vorangeht, was PTL angeht. Wir haben die europäische Ebene, die, wie Sie gesagt haben, nachziehen müssen und dann global. Aber wie sehen Sie sozusagen die Abfolge dieser drei Ebenen? Ist das sozusagen jetzt der Moment, wo wir erstmal auf europäischer Ebene schauen müssen und dann global? Und dann könnte man in Deutschland wieder etwas weitergehen oder ist die Beziehung zwischen diesen drei Ebenen vielleicht doch etwas anders? Kann man sozusagen auch jetzt schon in Deutschland sagen, ein bisschen ambitionierter geht es vielleicht auch in Deutschland jetzt schon unter den jetzigen Bedingungen? Ja, vielleicht mal zu dem Ambitionsniveau. Also damit haben wir uns in den letzten 2 Jahren wirklich intensiv auseinandergesetzt. Wir haben auch viele Diskussionen mit der Industrie geführt. Wir haben eben geschaut, auch gerade mit der Mineralwirtschaft, was geht überhaupt? Und das, was aktuell absehbar ist bis 2030, das haben wir jetzt eben mit der PTL-Unterquote festgelegt. Eben diese 0,5%, 50.000 Tonnen im Jahr 2026 und 200.000 Tonnen 2030. Wir hoffen ja, dass wir mit dieser Quote dann entsprechende Prozesse auslösen, mehr Anlagen bekommen und damit eben auch mehr Treibstoffe. Wenn das absehbar wird, dann kann man natürlich auch in Deutschland, wir haben ja natürlich entsprechende Gesetzesrevisionen, wo wir dann eben gucken können, ja, es ist mehr da, wir können auch für 2030 dann schon weitergehen. Aber ganz entscheidend, und es ist die Aufgabe jetzt für die neue Bundesregierung auch, dass wir erstmal wirklich im Rahmen der Verhandlung für Fit for 55 und das Flugverkehrsdossier zum Treibstoff ist das schnellste Dossier wahrscheinlich jetzt in dem ganzen Fit for 55-Paket, dass wir diese anderen Länder wirklich mitholen und dass wir dann eben das auch auf europäischer Ebene bekommen und schon früher eben Mitte der 20er Jahre.
Weil damit haben wir dann eben auch die Basis gelegt. Das heißt, das ist der erste Schritt und dann können wir in Deutschland, können wir eben dann nochmal nachlegen, wenn wir sehen, die Anlagen sind da, wenn Atmosphäre hier dann die neuen Anlagen dann auch im globalen Süden gebaut hat. Und lassen Sie mich vielleicht auch ein Wort noch sagen, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil die Industrie wartet da drauf, auf diesen Punkt. Das ist ganz, eine ganz entscheidende Rahmenbedingung. Wir brauchen natürlich auch dann die entsprechenden Regelwerke auf europäischer Ebene, die delegierten Rechtsakte. Da wartet man jetzt schon lange auf die Strombezugskriterien. Das muss schneller gehen. Wir müssen auch ganz klar sagen und der Industrie sagen, so und so sind die Rahmenbedingungen. Und das sind ja Rahmenbedingungen, die nicht nur hier in Europa gelten, sondern das gilt für alle Treibstoffe, die aus dem globalen Süden auch hierher transportiert werden. Also da gibt es keine Unterschiede. Und dann vielleicht noch ein letzter Satz auch zu den Nachhaltigkeitskriterien. Es gibt ja hier auch unter uns viele, die sich damit auseinandersetzen. Wir dürfen auch nicht bei dem Strom stehen bleiben, sondern wir müssen einheitliche Rahmenbedingungen für alles schaffen, damit wir eben keine negativen Folgewirkungen haben. Stichwort Biokraftstoffe, Palmöl. Sowas sollte uns nicht mehr passieren. Deswegen müssen wir alle Nachhaltigkeitskriterien durchdeklinieren. Wir können gerne Phase-in-Phasen machen. Das heißt, am Anfang ist es ein bisschen lockerer, aber am Ende müssen wir sicherstellen, dass sowohl beim Strom als auch bei den sonstigen Nachhaltigkeitskriterien Wasser, Ressourcen, Fläche wirklich ein Vorteil insgesamt für Klima und Umwelt rauskommt. Und wenn wir jetzt, ja. Das müsste ich dann auch nochmal Dietrich Bockragen fragen, aber vielleicht auch nochmal die Frage kurz an Sie, wenn man jetzt so Anlagen im globalen Süden sich anschaut, dann sollte ja auch für die Leute dort wahrscheinlich was herausspringen. Und dann haben Sie gesagt, Sie hatten Umwelt, Klima angesprochen, Wasserfragen. Wie würden Sie das organisieren und welche Standards sollten da aus Ihrer Sicht gelten, wenn man sagt, wir wollen eine solche Anlage jetzt, keine Ahnung, in Marokko oder in Tunesien bauen? Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also zunächst einmal nochmal als Betonung, das, was im globalen Süden gemacht wird für Kraftstoffe, die hierher kommen, die importiert werden, da gelten dieselben Rahmenbedingungen, wie sie in der EU gelten. Also da wird kein Unterschied gemacht. Das ist auch in der entsprechenden Richtlinie, der Erneuerbaren Energienrichtlinie, schon angelegt. Und dann ist, und das ist auch schon angesprochen worden, richtigerweise darf man nicht vergessen, dass wir dort Strom brauchen. Und was nicht dazu führen darf, wenn wir jetzt in Patagonien, in Marokko oder wo auch immer Anlagen bauen, dass dann dieser Strom abgezwackt wird von den erneuerbaren Energien, die diese Länder ja auch brauchen. Sondern es muss wirklich ein zusätzlicher erneuerbarer Strom sein, der entsprechend für diese Anlagen gemacht wird. Und wir müssen eben auch aufpassen, dass wir dann keine sonstigen Folgewirkungen haben. Das heißt, wir müssen sowohl im Blick auf Klima, als auch bei Sozial die Leute mitnehmen. Wenn das klappt, dann haben wir einerseits natürlich auch eine Garantie, dass wir gute Kraftstoffe bekommen. Und zum anderen ist es natürlich auch eine Chance für diese Länder, weil nämlich dann, und dann kann man die international auch viel besser mitnehmen, weil da sind wirtschaftliche Möglichkeiten da, um eben dann ein Gesamtpaket hinzubekommen und dann profitieren auch diese Länder. Aber man muss da höllisch aufpassen, dass hier kein Schindluder getrieben wird. Schindluder ist nicht das richtige Stichwort, aber das Stichwort Partnerschaften ist das richtige Stichwort, um sozusagen Frau Falken-Großer doch mal zu dem Thema zu fragen. Sie unterstützen ja oder Sie sind sozusagen verantwortlich für diese Energiepartnerschaften. Wenn man jetzt sozusagen aus der Sicht des BMW schaut, welche Kriterien müssen aus Ihrer Sicht erfüllt sein, damit solche Partnerschaften tatsächlich für alle Beteiligten gewinnbringend sind? Genau, also zum einen haben wir schon sehr viele Partnerschaften überall in der Welt verteilt. Also über 22 Partnerschaften haben wir unter anderem auch eben im globalen Süden. Und wir sind da sehr stolz drauf, weil wir haben die seit vielen Jahren entwickelt und wir arbeiten da auf Augenhöhe mit den anderen Regierungen zusammen. Wir haben dort Pläne und Projekte, die wir entwickeln. Und ehrlich gesagt, als die Wasserstoffinitiative hochkam vor anderthalb, zwei Jahren, wo die Bundesregierung dann angefangen hat, darüber nachzudenken, wie können wir jetzt wirklich dort auch unterstützen, auch mit internationalen Kooperationsprojekten, haben wir eben auf diese Partnerschaften zurückgegriffen, hatten die Partner vor Ort und wussten auch gleich, was geht vor Ort und was ist möglich und was bringt auch unseren Partnern was. Wir sind bei der Umsetzung von Projekten, insbesondere auch im Wasserstoffbereich, und das hat ja Herr Hein jetzt auch schon angedeutet, darauf angewiesen, ein Stück weit pragmatisch zu denken und wirklich zu sagen, wo sind Opportunitäten, wo sind Länder, die sehr committed sind, auch was Nachhaltigkeitskriterien angeht. Wir haben jetzt in Chile zum Beispiel einen guten Partner gefunden, Haruoni wurde angesprochen, ein tolles Projekt, das wir beim BMWi mit begleiten durften. Eins dieser Frontrunner-Projekte. Ne? Da ist die Förderrichtlinie noch nicht fertig und trotzdem gibt es schon Projekte, die dann auch laufen und wir versuchen da auch so früh wie möglich reinzugehen, um so eine Brückenfunktion zu übernehmen. Aber da ist wirklich ganz wichtig, dass wir uns anschauen, was gibt es für Regularien, wie kommen die, wann kommen die,
Und wir sind genauso ungeduldig wie alle anderen hier im Raum. Ja, wir sitzen auch im Ministerium und denken, wann haben wir endlich die Rahmenbedingungen, damit wir hier unsere Förderprogramme aufsetzen können und wissen, was wir anbieten können. Und da versuchen wir jetzt auch Lösungen zu finden, wo wir diese Überbrückungsfunktionen erstellen können und sagen können, okay, wir wissen es noch nicht, aber wir bieten trotzdem was an und wir möchten trotzdem unterstützen, weil wir sehen, die Nachfrage ist da, wir sehen, die Produzenten sind da und dass sich der Markt eben noch nicht treffen kann, das kann nicht daran hängen, dass wir warten auf Europa. Ja, Dankeschön. Lassen Sie noch mal diesen Punkt, Sie hatten gesagt, wir müssen pragmatisch vorgehen. Das heißt, man muss sich mit den Ländern erstmal an einen Tisch setzen, wo ein Wille ist, dann auch mit Deutschland in dem Bereich zusammenzuarbeiten. Würden Sie denn da auch sozusagen aus deutscher Sicht Kriterien formulieren, wo man sagt, naja, unter den Bedingungen würden wir das machen, unter den Bedingungen eher nicht? Also nicht nur was jetzt sozusagen, also natürlich, es muss sozusagen für die Industrie, muss es sozusagen die entsprechenden Rahmenbedingungen da sein. Aber ich denke jetzt gerade auch an die politischen oder sozialen Rahmenbedingungen. Ist das auch ein Kriterium für Sie? Würden Sie das auch mit einbeziehen? Auf jeden Fall. Ja. Also wir haben einen großen Kriterienkatalog. Wir haben natürlich erstmal grundsätzlich unsere Ziele. Ja? Wir sagen, einerseits wollen wir klimapolitisch bestimmte Ziele erreichen. Wir haben ein bestimmtes Importziel. Wir haben ein bestimmtes CO2-Reduktionsziel, das wir erreichen wollen. Dadurch kommt ja auch der Bedarf an grünem Wasserstoff zum Import. Wir haben ein energiepolitisches Ziel, das heißt Versorgungssicherheit. Wir haben ein industriepolitisches Ziel. Klar, wir sind das Wirtschaftsministerium, wir haben Interesse daran, die deutsche Wirtschaft zu fördern und die Wettbewerbsvorteile zu erhalten. Aber wir haben natürlich auch entwicklungspolitische Ziele. Also wir denken da wirklich nicht in Silos, wie es manchmal gedacht wird. Tatsächlich arbeitet die Bundesregierung gerade bei diesem Thema sehr eng zusammen. Und das versuchen wir auch umzusetzen. Und wenn wir unsere Förderinstrumente entwickeln, bei der Förderrichtlinie war es relativ straightforward. Bei unseren innovativen Instrumenten wie H2Global ist es natürlich etwas anspruchsvoller, weil wir dort Neuland betreten, auch in der Umsetzung. Ja, die Lieferungen sollen 2024, 2025 in Deutschland ankommen. Ja, das ist übermorgen, so gesehen. Und insofern haben wir da natürlich Kriterien, die wir ansetzen, die sich orientieren an dem, was wir erwarten, was bei RED 2 und RED 3 rauskommt. Also wir haben auch so ein bisschen versuchen schon, diesen Rahmen zu antizipieren, versuchen aber da jetzt auch pragmatische Lösungen zu finden. Und ein Punkt ist, was Herr Hein angesprochen hat, zum Beispiel die Zusätzlichkeit, dass man eben dort zum Beispiel ein Phase-In erlaubt, wo man sagt, auf jeden Fall Zusätzlichkeit, perspektivisch muss das alles da sein. Aber das geht eben nicht, so eine Anlage kann man nicht in 2 Tagen hochziehen, damit man dann 25 den Wasserstoff schon liefern kann. Das meine ich mit pragmatischen Lösungen. Absolut, okay, prima, vielen Dank. Dann last but not least, Dietrich Brockhagen. Vielleicht auch noch mal aus Ihrer Sicht, wir haben jetzt diese Anlage hier zu stehen. Was wäre für Atmosphäre der nächste Schritt? Wo muss es hingehen? Wir hatten ja sozusagen die Rahmenbedingungen. Wir haben, offenbar gibt es die Nachfrage mehr als genug, ja, haben wir festgestellt. Wir haben auch bei der Technik, sind wir, wenn ich das richtig verstanden habe, so weit, dass man weitergehen kann. Und bei den Rahmenbedingungen passiert auch einiges. Wo würde aus Atmosphäre-Sicht der nächste Schritt hingehen? Also wir sprechen derzeit schon mit potenziellen Partnern in Brasilien, in Indonesien und auch in Indien, auch in Marokko. Und ein haupttechnisches Problem bei der E-Kerosin-Herstellung oder eine Herausforderung ist ja, eine stabile CO2-Quelle zu finden. Das war ja der entscheidende Faktor, warum wir hierher gekommen sind. Und diese CO2-Quellen sind nicht so einfach zu finden. Das Direct Air Capture aufzubauen ist notwendig, aber am Anfang brauchen wir für diese Mengen ja doch stabile konventionelle Quellen, sag ich mal. Und die dürfen auch nicht über die nächsten 5 oder 10 Jahre versiegen. So, das heißt, und da sehen wir eben jetzt zum Beispiel in Marokko die Möglichkeit, wenn wir an Abwässersysteme gehen von ganzen Städten wie Marrakesch oder Fez, das ist eine Quelle, die nicht versiegen wird, und da kommen wir eben dann daran an CO2, was derzeit einfach nur in die Atmosphäre abgelassen wird. Das können wir nutzen, um dort eine Anlage zu bauen, die vielleicht ein Faktor 10 oder auch vielleicht schon 100-fach größer ist. Aber das darf alles nicht darüber hinwegtäuschen, dass die CO2-Quelle wirklich der limitierende Faktor ist. Und deswegen ist dieses Direct Air Capture so wahnsinnig wichtig, denn damit kommen wir dann wirklich in eine Situation, wo wir irgendwann mal auch in komplett Wüstenregionen gehen können oder ich sag mal irgendwie karge Regionen an der Küste, wo man das Meerwasser noch hinbringen kann, und dann kann man wirklich komplett abgeschieden von jeder
Zivilisationen vom Biotopen dann Kerosin produzieren. Und da denke ich, geht auf Dauer die Zukunft hin, denn es ist völlig klar, diese biogenen Quellen, die eben wirklich die CO2-Neutralität als einzige erlauben, die haben immer irgendwelche limitierenden Faktoren, Biogas oder auch Biomasse. Wenn wir das so groß machen, dann kommen wir immer irgendwie in Randprobleme rein. Deswegen brauchen wir dieses Direct Air Capture möglichst schnell. Und wie gesagt, dann können wir auch wirklich an absolute Randgebiete gehen. Und da sehen wir auch unsere Rolle drin. Und was fehlt noch für dieses Direct Air Capture? Ist das eine Forschungs-, eine Technologiefrage oder ist die schon gelöst? Nein, das ist noch nicht, also es ist tatsächlich noch relativ in den Kinderschuhen. Wir haben zum Beispiel noch überhaupt kein kontinuierliches Verfahren. Also das CO2 aus der Luft filtern klingt irgendwie so einfach, stellt sich irgendwie so vor wie so ein Luftfilter in so einem Großraumbüro, aber so ist es nicht. Also das ist ein Verfahren, wo ein Katalysatormaterial eben aufgeheizt wird und dann große Mengen an Luft drüber gesaugt werden müssen. Und wenn dieser Katalysatorschwamm, sage ich jetzt mal, sich vollgesaugt hat, dann muss er danach wieder in der Desorption quasi abgekühlt werden und das CO2 wieder abgeben. Das heißt, das geht immer nur hin und her, immer nur so in unser Batch, und es gibt noch keine richtigen kontinuierlichen Prozesse. Das heißt, da sind wir doch technologisch noch sehr am Anfang. Gut, dann lassen vielleicht nochmal zurückkommen auf diese Frage, die Zusammenarbeit mit dem globalen Süden, das ja auch gerade, also Ihnen natürlich wichtig ist, aber Ihnen allen, aber auch gerade Atmosphäre, für was Atmosphäre steht. Was wären denn sozusagen aus Sicht von Atmosphäre die Kriterien für den Aufbau einer solchen Anlage dort? Welche sozusagen, nach welchen Kriterien oder nach welchem Katalog gehen Sie davor oder geht ihr davor, wenn es darum geht, da neue Standorte zu finden? Also ganz zentral ist der Strom, und wir haben ja schon mal irgendwie sowas erlebt mit Desertec, die auch versucht hatten, irgendwie in den Wüstenregionen in Afrika Strom herzustellen und dann nach Europa zu schicken. Das hat damals ja nicht geklappt, aber auch da gab es ja schon früh Kritik, dass eben, da kam so das Wort neuer Energiekolonialismus auf irgendwie so, und das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall, sondern es soll wirklich so zum beiderseitigen Nutzen sein, und bei uns in den Standards von Atmosphäre Fair Fuel steht schon ein ganz konkretes Kriterium drin. Wenn ich als Projektentwickler oder als Investor in eine bestimmte Weltregion gehe und zum Beispiel im Sudan oder wo auch immer eine Power-to-Liquid-Anlage aufbauen will, dann, und die, ich sag mal, 100 Megawatt an Leistung hat, dann ist unser Standard, dann soll der Investor auch gleich 100 Megawatt zusätzlich errichten an Photovoltaik, um zu sozialverträglichen Preisen das Umland komplett mit Strom versorgen zu können, also ländliche Elektrifizierung vorzubereiten. Das klingt jetzt erstmal irgendwie nach ein bisschen Wolkenkuckucksheim oder weit hergeholt, warum sollte ein Investor das machen? Aber wenn man darüber nachdenkt, liegt der Vorteil auf beiden Seiten, denn Sie brauchen ja auch Arbeiter für die Anlage, und das heißt, wenn Sie das Umland beliefern, dann wird die Region auch insgesamt stabiler, es entsteht mehr Wachstum und damit eben auch die ganze Infrastruktur, die Sie auch für die Anlage brauchen. Das heißt, es ist erst am Anfang mal ein Investment, aber es zahlt sich auf lange Sicht aus. Okay, und dann vielleicht noch zum Schluss, was wäre sozusagen, was ist jetzt für Atmosphäre der nächste Schritt, die Anlage produziert wohl bald Rohkerosin, und was kommt als nächstes? Was ist das nächste Projekt? Also wir glauben, dass es das nächste Projekt wahrscheinlich in Brasilien sein wird. Wir gehen davon aus, dass es ungefähr so um einen Faktor 10 größer sein wird. Der limitierende Faktor ist da noch, dass einige technologische Komponenten, also es klingt immer so einfach, irgendwie Technologie hochzuskalieren, die Technologie ist da, aber auch diese Technologie lässt sich nicht so ganz, nicht, also ich sag mal 90% davon lässt sich unlimitiert skalieren, aber dann bleibt noch so ein Bottleneck von 10%, der auch schon beim Faktor 10 nicht so ganz einfach geht. Und deswegen, ja, das wäre für uns das nächste Projekt in Brasilien, so einen Nachfolger aufzubauen. Gut, das ist dann fast auch schon, herzlichen Dank, das ist dann auch fast schon das Schlusswort. Also Ihnen allen. Ganz herzlichen Dank auch für den Applaus, der Ihnen allen als Panelisten, Panelistinnen gilt, Atmosphäre natürlich auch. Und ja, ich nehme mit, dass sozusagen aus dieser Veranstaltung, dass da sehr viel Dynamik entstanden ist und auch sozusagen hier sich auf dem Podium sehr viel Dynamik gezeigt hat, auf allen Seiten, muss man sagen. Und insofern, denke ich mal, kann man auch diese Podiumsdiskussion jetzt ganz gut schließen und ich glaube damit auch diese Veranstaltung fast, und gebe Dietrich Brockhagen noch die Gelegenheit für ein Schlusswort.
Ja, also nochmal vielen Dank von meiner Seite aus. Toll, dass Sie alle hier waren. Die Sonne ist auch noch rausgekommen. Die Veranstaltung ist jetzt formell beendet. Es gibt ja noch für die, die spät gekommen sind, die Möglichkeit zur zweiten Führung. Aber ich darf mich ganz herzlich bedanken. Es war wirklich ein toller Tag. Es war auch ein tolles Publikum. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier waren. Sie können gerne noch hier auf dem Gelände bleiben. Es gibt vielleicht auch noch ein paar Brötchenhälften. Ansonsten gute Heimreise und bis hoffentlich bald wieder. Auf Wiedersehen.